spielen heute Among Us mit Reden. Ja, Grützenhürtel, willkommen zum. Nee, ist ja gar kein Dienstag. Es ist Dienstag und ich springe ein für Simon. Dem geht es heute nicht so gut. Der sollte eigentlich heute einspringen für mich. Jetzt springe ich ein für ihn. Und somit ist alles beim Alten. Letzte Woche haben wir schon Among Us gespielt mit der Sheriff-Mod, eine neue Mod, bei dem man nicht, also bei dem es nicht nur Imposter gibt, sondern bei dem man auch Sheriff sein kann, der Leute erschießen kann. Und heute kommt noch eine Mod dazu und die heißt Snizzle Better Crew Link. So heißt die Mod. Und bei Better Crew Link geht es darum, dass man, wenn man in der Nähe ist, zu anderen Mitspielern über eine Taste miteinander sprechen kann. Man kann sich aber nur hören, wenn man ganz eng beieinander ist. So wurde es mir erklärt. Ich habe selber noch nie probiert, noch nie gespielt. Aber das ist natürlich schon interessant, weil das noch mal einen ganz anderen, eine ganz andere Herangehensweise mit sich bringt. Zum einen kann man natürlich als Imposter die Leute wahnsinnig machen. Ich bin ja nie Imposter, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann noch so leichte psychopathische Sachen den Leuten ins Ohr flüstert, bevor man sie umbringt. Oder so. Nicht da lang. So richtig diese. Keine Ahnung, mal gucken, vielleicht klappt's ja heute. Und zum anderen kann man sich natürlich auch Tipps geben oder schon austauschen. Hast du gesehen, da hinten war einer? Nee, ich war's nicht, warst du's? Hast du's gehört? Keine Ahnung. So stelle ich's mir zumindest in meinem Kopf vor. Wahrscheinlich wird es ganz anders. Let's find out. Ich find's geil, dass es auf jeden Fall immer neue Mods gibt. Oh, ich bin im Discord. Hallo! Okay, dann lass loslegen. Bin dann auch mal AFK, bis gleich. Let's go. Und let's go. Aufregen, oh krass. Bitte nicht. Ich bin voll gut. Voll happy. Let's go! Leise, ich bin Imposter! Man darf hier laut sein, man darf hier die ganze Zeit reden. Die ganze Zeit. So, man kann jetzt ja einfach reden. Warte, ihr müsst alle eure Schlüssel reinmachen hier. Warte, ich hab den zweiten Schlüssel von links oben. Ach, ich bin nicht gemutet. Scheiße. Ich hab keinen Schlüssel drin. Zweiter Schlüssel von links oben. Hallo, hast du so. So, meine erste Task hab ich gemacht. Hast du das schon? Ich bin unschuldig. Erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Da. Ich bin unschuldig. Flo, ich bin unschuldig. Auch unschuldig. Wir können reden. Kannst du reden, Flo? Wir können uns austauschen hier. Hörst du mich? Wieso sagst du nichts? Ey, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Matteo, geh mal rein und sag mal bitte was. Ich will nur was mit den Wänden testen. Hallo, ich bin unschuldig. Hallo? Ey, Baso, ich bin unschuldig, ne? Hey, Dalu, ich bin unschuldig. Ich bin immer gelogen. Ich bin zu dumm gewesen. Sehr gut. Hallo? Jetzt hören wir uns wieder alles. Hallo? Edo, hörst du mich jetzt? Ja. Okay, ich höre dich. Jetzt höre ich dich. Super. Hey. Ich höre die Unschuld in deiner Stimme. Hallo? Hey, Flo. Muss doch hier was machen. Das lenkt schon ein bisschen ab, dass man jetzt sprechen kann. Eigentlich. Oh, was? Hab ich mich erschreckt. Baso läuft mir die ganze Zeit hinterher und sagt nichts. Dann entmute mich doch mal, Danu. Okay, Baso, Push-to-Talk machen? Ja, ne? Nee, ganz normal. Mach doch jetzt ganz normal. Ich sag jetzt mal was, also, egal ob Danu mich hört oder nicht. Ich bin mit Dalu ins Office gegangen, an die Lifeline geguckt, haben gesehen, dass Lime tot ist und dann sind wir runter in Admin und Unge liegt da im Admin-Raum. Mhm. Und wo ist Lime? Wer ist Lime? Ist Unge. Also Lime, die Farbe Lime. Ich wollte ihn mit in die Münchner Ecke nehmen, aber er wollte nicht mit, weil er da letztens gestorben ist. Ja, wo ist die denn? Rechts. Das macht natürlich geografisch alles überhaupt keinen Sinn, aber es ist mir jetzt auch egal. Er ist nicht mitgekommen und jetzt ist er tot und ich glaube, das ist
ganz, ganz schnelles Karma gewesen einfach. Vielleicht können wir ganz kurz mal fragen, wer ist denn alles unschuldig? Ich fange mal bei mir an. Ich auch, auf jeden Fall. Ja, Basu, ich bin auch sehr unschuldig. Okay, ich würde die Aussage noch verweigern bis nächste Runde. Ja. Also ich kann schwarz proven ist safe. Habe ich auch, also schwarz war safe. Schwarz und rot, leider auch. Matthäus' Lieblingskuchen ist Apfel. Ich glaube, Trill ist safe. Stimmt. Also Trilux war bei den Kameras gerade, da war ich mit Flo auch. Also wir waren zu dritt gerade da, bei Security. Und Anni war vorher bei den Camps, habe ich sie voll lang gesehen. Ja, dann ging ja ich war nicht so lang da, ich einmal durchgeguckt. Ich bin noch runtergegangen, bevor Comms aus war, habe unten dann Task gemacht. Und dann war ich mit Trill unten bei O2 bla bla. Und als Comms aus war, hat Trill einfach Task gemacht, deswegen ist Trill für mich so safey. Matteo, ich bin zur Kamera gelaufen. Darf ich reden? Weil ich gerade unter Generalverdacht stehe. Ich bin zu Kameras gelaufen, weil ich dachte, Anni ist wieder an den Kameras. Hä? Trill, du bist nicht unter Generalverdacht. Du bist für mich safe. Nein, ich wollte nur meine Geschichte erzählen. Anni meinte doch, du bist safe. Okay. Ja, aber davor, ich sah, es war ja komisch, dass ich Task gemacht habe. Ich bin zur Kamera gelaufen. Nein, ich fand das gut. War das sinnvoll? Auf jeden Fall waren die Kameras aus. Das wusste ich nicht, dass wenn Comms aus ist, auch die Kameras aus sind und nicht nur der Voice. Also Kameras sind auch disabled. Ich muss jetzt sagen, ich habe Lennart noch nie so aufgeregt gesehen. Das ist schon ein bisschen. Nee, das war nur Dalu, weil Dalu wieder die Leute nicht aussprechen lässt. Also komm mal, du hast noch nicht mal angefangen zu reden. Aber Dalu und Basu, von wo seid ihr denn gekommen, als ihr nach Lifeline gelaufen seid? Ich glaube, bei dem Comms-Fix. Also wir können ja jetzt eh weiterreden, das ist ja egal. Ja, okay, okay. Also ich komme mit. Leute waren beim aber Comms-Fix und dann ich bin unschuldig. Komm runter. Basu? Ich weiß, deswegen komm, Eddie. Basu? Ja, hier, ich bin hier. Okay, was hast du für einen Task? Lass zusammen einen Task machen. Ja, warte. Okay, warte. Ich muss gucken. Wo bin ich denn? Da unten. Ich muss Spaceman Room und oben Laboratory. Ja, let's go. Dann gehen wir erst ins Labor. Wenn du mich umbringst, das wäre so krass. Also es wäre echt mies. Das würde ich niemals machen. Musst du hier die Task, oder? Ja. Wenn du mich aber abstichst, Eddie, dann bin ich richtig sauer, ne? Ich bin richtig krass unschuldig, Mäntel. Okay. Ich glaub dir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum bist du nur so... Nee, ehrlich, ich bin noch nie Imposter. Nee. Willst du mich kurz scannen? Ich guck mal ganz kurz. Okay, lass mal scannen. Hier muss ich gar nichts machen. Ach nee, daneben, warte, hier geht's lang. Hier geht's lang. Du musst das Specimen, meintest du doch, oder nicht? Ja, hier, erstmal das. Was muss ich denn hier machen? Hä? Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was man hier machen muss, ey. Das an dem Ding, du musst den Planeten suchen, der aussieht wie der Planet unten rechts. Ah, okay. Ja, warte. Ich muss das ganze Universum absuchen hier. Ich denke, ich finde den nicht. Ah, da ist er. Okay. Was ist passiert? Oh nein. Oh nein. Hallo? Eddie, tu mir bitte nix. Ich bin unschuldig. Ich bin einer von den Guten. Nein. What? Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Oh. Eddie lebt ja noch. Ich dachte, du bist tot. Hä, was? Nein. Aber Eddie muss mir jetzt was erklären. Ja? Was denn? Ich bin Specimen runtergelaufen, bin danach wieder hochgelaufen. Da stand Eddie vor mir an der Decon-Tür. Ich war schon drin, Eddie stand vor der Tür. Ja. Eddie kommt rein und über Eddie, wirklich 3 Meter über ihm, liegt Anni und ist tot. Okay, also ich sag dir genau, was ich gemacht habe. Ich habe sie nicht gesehen, weil gerade das Licht aus war oder so. Also um mich rum war nichts zu sehen. Ich war erst bei diesem Teleskop, hab den Planeten gesucht, hab dann die nächste Test war es im Contamination Room und da wollte ich hin. Da war es gelb. Und da kamst du raus. Du warst der Erste, der gesagt hat, ich bin unschuldig. Ja, eben. Ja. Das kommt noch dazu. Das sagt jeder Schuldige, oder? Ja. Dann kann das eigentlich wirklich nicht sein. Er ist als Erstes gecallt. Die Rolle kann ihm keiner wegnehmen. Also warte mal, Eddie, hast du Anni noch lebend gesehen? Ich habe Anni gar nicht gesehen. Ich war, wie gesagt, die ganze Zeit im Teleskop. Aber Anni hat mir noch gesagt, wie es geht. Die muss an mir vorbeigelaufen sein. Und hat mir gesagt, du musst den Planeten da suchen. Und dann bin ich mit Tunnelblick wahrscheinlich an ihrer Leiche vorbeigelaufen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus, aber ich war es nicht. Ich habe sie nicht umgebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Anni Eddie Anni absticht, obwohl sie ihm beim Teleskop hilft. So assi ist Eddie nicht. Ja, aber wir sind ja, also Matteo. Aber vielleicht braucht Eddie ja gar keine Hilfe. Matteo, Linda und ich sind zusammen rüber zu Electrical gelaufen. Und da war Luke und Varian standen schon drin und haben gefixt.
Nicht, als ich weggelaufen bin, habe ich noch gehört, wie Anni, Eddie erklärt hat, wie man den Planeten macht. So ganz langsam. Ja, Sam. Also die waren auf jeden Fall zu zweit im Lab, als mich das gewusst. Das wäre aber ein gemeiner Killer, Eddie. Also aber warte mal, was ist, wenn Trill das Eddie nur in die Schuhe schieben will? Ja. Aber das Problem ist, mich haben Leute auf dem Scanner gesehen und ich hoffe, dass einer von euch die Task hatte vorher. Nee, hatte ich nicht. Aber wir probieren es ja auch nicht mit dem Scanner, oder? Ich hab nur dir zugeguckt. Scheiße, du wiegst nur 92 Pfund, du bist wendig so, du könntest da einfach vorbeigeschlüpft sein. Oh no. Also ich bin jetzt gerade... Also Trill oder Eddie? Ich bin als erstes von euch rausgelaufen, ihr habt mich guck mal, die kriegen zwei Votes. Ich hab geskippt. Ich kann euch auch gleich was sagen. Zwei Votes sowie zwei Imposter, Matteo. Wartet mal, was ist, wenn das keiner von beiden war, Licht wurde ausgemacht und der Täter ist reingewendet? Nee, klappt nicht zeitlich. Okay. Kann ich dir gleich auch erklären. Warum wir spielen noch? Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Lasst mich in Ruhe, ich bin unschuldig. Psst. Ich bin unschuldig. Oh mein Gott! Ich meine, natürlich, du bist nicht Sasede. Ich muss hier raus. Ich bin unschuldig. Sag das bitte allen. Mann, ich bin so schreckhaft, ne? Na gut. Aber ich meine, ich hätte Basut umbringen können, wenn ich es wäre. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Und das weiß ich nicht. So, diese Kiste. Was muss man hier noch geben? Ah, noch zwei Tasks. Jetzt nicht. Unschuldig. Ich downloade. Ich bin unschuldig. So. Ich rede die ganze Zeit vor mich hin. Der Rain Man. Oh oh. Jetzt ist wieder Licht aus. Licht ist aus. Ich bin unschuldig. Eddie. Ich bin unschuldig. Ja, okay, du. Das Admin. Wo muss ich denn hin? Communications. Flask. Oh mein Gott. Oh, what? Okay. Hä? Luke war doch gerade noch bei uns. Hä? Der war wirklich noch bei uns. So geil. Okay. Warte mal. Luke stand eben noch. Das sieht überhaupt nicht gut aus für mich. Das sieht echt nicht gut aus für mich. Nein, Eddie hat gesagt, ich bin Ich bin aus Contamination unten rausgekommen. Matteo, wen haben wir denn da in der Nähe gesehen? Ich stehe so an der Lifeline. Also, ich sehe so, wie Luke stirbt. Ich laufe nach links. Eddie steht so neben der Leiche so, wo muss ich denn hin? Also für mich ist es hundertprozentig klar. Das wird Trillux will das Eddie in die Schuhe schieben. Das ist, also es geht nicht eindeutiger. Trillux ist der Täter. Das geht nicht anders. Schaust du mich immer... Der weiß nicht. Ich war in Duisburg, du warst nicht da. Wo sollst du sonst sein? Leute abstechen wieder. Ja, aber dann würde also ich kann mir das nur so erklären, zuerst. Eddie, dass du gerade in der Karte warst und die Leiche nicht gesehen hast, aber die lag genau links neben dir. Ne, er hat ja sogar noch mit mir gesprochen. Ich bin ja aus schon Contamination wieder. Rausgekommen. Schon wieder? Ja, und dann hat er ja noch gesagt, ach, du bist. Und dann habe ich gedacht, ja, wenigstens einer, der es mir erklärt? Glaubt. Er hat mir gar nichts erklärt. Er hat einfach nur gesagt, ach, du bist, weil er gemerkt hat, dass ich aus Contamination rauskomme. Sein Kopf fehlt halt. Und dann habe ich tatsächlich auf die Karte geguckt und wollte gerade losgehen und dann wurde reported. Also der Killer, wer war denn da noch mit mir im Raum? Warte mal, ja, ich der Tote. Eben. Ja, Flask, du warst mit mir im Raum. Du hast ja reported. Ja. Genau. Oh, das ist interessant. Warte mal, kann das sein, dass Flask versucht jetzt, Eddie was in die Schuhe zu schieben oder was? Mann, Eddie hat echt große Füße. Da muss man sich halt fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einfach links genau neben ihm töte und dann sage, er war's. Naja, aber wenn es jemanden gibt, bei dem das klappen würde, wäre es bei mir. So kann man es auch sehen. Ja, aber das wäre auch fies so, keine Ahnung. Aber würde Eddie in einem Raum, in dem er steht, wo zwei Leute sind, dann einen wegstechen oder was? Vielleicht hat er Vlest nicht gesehen. Oder aus Versehen? Er hat mich nicht gesehen. Ich war ja, als getötet wurde, war ich an der Lifeline. Ich bin dann nach links gelaufen. Ich war vorhin mit Baso in der Endcontamination-Kammer alleine. Ich hätte sie so easy da umbringen können. Ich bin ganz schnell weggerannt. Ja, ich hätte dich trotzdem umbringen können. Matteo, du bist dritter Imposter. Beide Imposter haben auf Eddie gewotet. Er ist es nicht. Er ist es auch nicht. Und Trill hat sich selbst gewotet, glaube ich.
Ja. Aber der Kreis der Verdächtigen wird immer größer. Ich bleib bei Eddie, das einzige sichere. So, ich gehe zu Communications. Ja. Ich bin jetzt hier. Volk der Sandale! Das ist ein Sheriff. Da könnte man einen auf Eddie schießen, nur mal zu schauen. Okay, warte mal. Lass mich erst den Upload fertig machen hier. Guck mal. Ich sag euch exakt. Achtung! So, Test complete. Oh oh, es ist dunkel. Ich sehe nichts. Nicht, dass es wieder heißt, warum hast du den nicht gesehen? Report? Hier muss irgendwo eine Leiche sein. Oh mein Gott. Das wird ja jetzt knapp. Okay, oh. Hört mich erstmal an, bevor ihr mich verdächtigt. Es erschien, also, das Licht ging aus. Ich habe die Leiche nicht gesehen, aber das Report-Logo ist aufgeploppt. Also, ich konnte da draufklicken. Aber ich habe die Leiche gar nicht gesehen. Aber sie muss also, ja, ich stehe jetzt direkt links von Communications rum. Also ich fasse noch mal zusammen, okay? Jeder einzelne Kill, da stand Eddie irgendwie daneben rum. Es stimmt. Ja, also er kann sein. Aber das ist für mich eindeutig, ich vote Dulux. Aber warte, war das die Runde ein Double Kill oder ist nur einer gestorben? Ich komme nicht mehr mit. Nur einer gestorben. Aber was macht denn der andere Imposter? Erste Runde war Unge, zweite Runde war Annie, dann war Lucky Luke und jetzt gerade eben Flovarion, glaube ich, ne? Mhm. Ich glaube aber nicht, dass. Also, ich glaube, es haben schon beide Imposter gekillt. Glaube ich nämlich auch. Das würde für Trilux sprechen, weil der war ja am Anfang beim ersten Kill im Security-Raum. Da hat er definitiv nicht den ersten Kill gemacht. Wenn er einer der Imposter ist, dann also war er nicht beim ersten Kill. Ihr seid ja gerade doch alle, also ich habe euch doch alle zusammen Richtung Comms laufen hören, oder? Ihr habt doch geredet seit Richtung Comms. Ja, die ersten zwei, die vor mir im Licht waren, ich war in der Kamera, das waren Dalu und Matteo. Genau, dann richtig. Schließt sich der Verdächtigenkreis doch schon mal. Auf sehr wenige Leute. Sehr Matteo wenige Leute und ich sind auch außen hochgelaufen, wir sind nicht innen gewesen. Das also stimmt. Baso und Eddie standen ganz oben an dem im Communications, an den Monitoren, weil Baso auf Eddie schießen wollte. Dann ging nichts aus, ich bin nach unten links gerannt und habe mich in Communications gerettet. Warte mal, das bedeutet, dass Baso confirmed Sheriff ist? Nee, das war nur Mist. Ich bin kein Sheriff. Nee, ich glaube, Varion hat gesagt, dass der Sheriff Luke war. Das oh nein. Aber was bedeutet das? Wenn wir jetzt falsch wählen, haben wir jetzt schon fast verloren, ja, weil wir keinen Sheriff mehr haben. Hey, aber der Sheriff stirbt, wenn er auf den Falschen schießt, oder? Genau. Matteo, wir haben dir doch gerade schon gesagt, wer Imposter ist. Also, das heißt, nein. Luke hat auf Flesk geschossen, ist gestorben. Also ich werde jetzt Eddie wählen. Das ist super dumm, ich will Trilux. Nein, es muss doch Trilux sein. Er hat auch den Scan gefaked. Super, super dumm von euch. Ich bin doch so unschuldig. Aber ich habe schon wieder selbst gewotet. Ich werfe es euch nicht vor. Es sieht nicht gut aus. Ey, aber ganz kurz Real Talk. Ich dachte bis gerade, sie haben ja eine Nase herumgeführt. Sie haben ja eine Nase herumgeführt. Was? Ey, es tut mir leid. Das sind Leute, die haben 450.000 Stunden im Among Us. Wie haben die das denn gemacht? Die haben mich geframed. Die haben mich geframed. Es liegt auch daran, dass du wirklich ein bisschen lost rumgelaufen bist. Du bist über die Leiche gelaufen und hast sie nicht reportet da oben und dann dadurch wurde dann Trilux auf dich verdächtig und so. Also hast du auch gut in die Karten gespielt. Ja, ich kann es ihnen echt nicht verübeln. Ich sehe sehr verdächtig aus, aber ich bin es halt nicht. Aber es ist sehr traurig, als Zuschauer ist das sehr... Sehr schmerzhaft. Wer ist es denn? Trilux? Ist es Trilux? Flesk und Dalukat. Flesk und Dalu? Alter. Nein! Gigi. Siehst du Flesk, du kleine Ratte. Ey Leute, also ich muss ehrlich an eure IQ zweifeln. Eddie, wie ist das möglich? Und wie geht das? Ja, ich hab's euch doch gesagt, ich hab einfach die Wahrheit gesagt. Es war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja, aber dass ihr euch auch so baiten lasst. Was ihr wirklich denkt, dass Eddie diese ganzen Kills gemacht hat, ey, ich hab's nicht. Ey, aber ich hab sogar noch gesagt, ich dachte bis eben gerade, es sind Blesk und Trill. Und dann, Mann, Dalu, Alter, das ist doch schon wieder ekelhaft. Blesk, schöne Runde, hat Spaß gemacht. Also Blesk hätte ich mir noch vorstellen können, aber Dalu hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wer hat den ersten Kill an Anni gemacht oben im Lab? Den Kill hab ich. Ich hab Licht ausgemacht, bin reingewendet, hab zwischen euch gekillt, bin wieder rausgegangen. Genau so hab ich's gesagt. Da sagt der und er sagt sogar noch, das geht nicht. Ja, aber Mente, wenn Dalu sagt, nee, das ist zeitlich nicht möglich, dann weißt du doch schon, dass das Dalu ist, Alter. Nee, das war halt zeitlich nicht drin. Dalu ist die ganze Zeit mit mir rumgelaufen. Die ganze Zeit. Das ist einfach, oh Mann, ey, das war aber wie hat denn Flesk Anni gekillt, ohne dass ich's gesehen hab? Nicht, nein, ich war Dalu. Ach, Dalu war, aber Dalu hab ich auch nicht gesehen.
Ach so. Das jetzt, zum Ende, jetzt nur in der Lobby warst du gemütlich. Ah, okay. Aber danke, war eine schöne Runde. Jo, das war wirklich eine krasse Runde. Und vor allem, dass die immer es geschafft haben, dass Eddie als Blöder dasteht, das gibt's doch nicht. Das versorge ich normalerweise alleine, das aber diesmal... Naja, gut. Oh Mann, ey, ich scheiße. Ich war's. Aber war eine geile Runde. Also, als Zuschauer kann man einfach nur Eddie leiden. Hass auf Drugs. Ja, irgendwie schon. Danke, Simon. Das war einfach Eddie, nur gemein. Eddie tat mir auch leid. Aber ich mache euch noch nicht mal einen Vorwurf. Ich wurde schon schlimmer in die Lava geschmissen. Jetzt kann man zumindest sagen, die Indizien haben ja wirklich gegen mich gesprochen. Und ich sag noch, in der ersten Runde, wo Dalo mich einlullt, sage ich noch, aber Dalo, was ist, wenn du Imposter bist? Er sagt dann so, nee, das kann überhaupt nicht sein. Und ich glaube den Scheiß. Aber wie hast du den Kill in Office denn gemacht? Weil ich stand wirklich so Eddie neben einer Leiche und hat so, wo muss ich denn jetzt hin? Ihr seid alle nach rechts gelaufen und Luke ist nach links gelaufen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich auch nach links. Dann bin ich so wieder mitgelaufen. Nie glaubt jemand, dass du der Mörder bist, Dalu. Mhm. Ja. Ja. Aber er ist es am meisten. Er ist es häufig so. Ja. Okay, nächste Runde. Ready. Let's go. Komm. Let's go. So gut als Crewmate, dass man halt glauben will, was er sagt. Ja, das ist das Problem. Ich werde Dalu nie wieder vertrauen. Nie wieder. Nie wieder. Okay, Matteo, komm nach zusammen rumlaufen. Okay. Ich bin Crewmate. Okay. Ich bin unschuldig. Okay, so, hat Eddie letzte Runde auch so gesagt und hat gestimmt? Ich habe keinen. Ich habe oben links den Schlüssel. Hä? Den hab ich immer. Aber warte mal. Oh, scheiße. Da hab ich ja gar nichts. Oh. Ja, nee, ich hab wieder Remote aufge... Ich bin unschuldig. Das glaube ich dir. Hier geht keiner die Task faken. Das macht kein Imposter. Ich bleib bei dir. Du bist jetzt mein neuer Freund. Da muss ich was machen. Hier. Ich war mir gerade so sicher, dass du das bist. Ich hatte beide überhaupt nicht auf dem Schirm. Weder Dalu noch Flesk. Doch, Flesk hatte ich ein bisschen auf dem Schirm, auch wenn er es gut gemacht hat. Aber Dalu hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Dich hatte ich so ein bisschen, weil du mich verdächtigt hast. Dann dachte ich, ist das irgendein Trick oder so? Ja, aber es war wirklich so. Ich kam da raus und du standst, also wirklich 2 Meter über dir lag die Leiche. Ich weiß. Also ich mache auch null Vorwurf. Ich sah ja auch wirklich aus wie der Mörder. Also, dreimal. Oh, hier wurde eine Tür zugemacht, Eddie. Wo höre ich denn an? Hä, Achtung, Achtung, hier Anni? Baso, Flo, Lucky. Warum höre ich denn Dalu? Hä, wo ist denn? Ich höre Anni. Hey, warum höre ich denn Achtel? Du bist. Na? Na? Nein! Schon wieder! Oh, ah. Unge hat schon mir wieder Unge als erstes. Ich gesagt, wenn er tot ist, wenn Unge tot ist, war es Lesk. Das nein, ja, das habe ich gelogen. Auch gehört. Nein, das ist gelogen. Das hat er ganz am Anfang auch gesagt. Also das ist zeitlich unmöglich. Ganz kurz, wo war denn die Leiche, Flo? Die war bei diesem Baum. Weißt du, wo dieser Baum ist? Ja, O2. Ja. Genau, da liegt er. Okay, also ich bin oben über Security, da waren Luke, Trilux und wer ist uns noch entgegengekommen? Ich glaube, Baso. Und ich. Ne? Ja. Wobei, von unten kamen Vlesk, Dalu und ich. Und wir wissen ja nicht, wie lange die Leiche da schon lag. Also das kann natürlich sein, ja, ich kann das nicht gewesen sein. Wir wissen ungefähr, wie lange die Leiche da schon lag. So etwa 30 Sekunden. Okay, dann kann, plus sorry, Baso, ich verdächtige dich nicht. Ich sag nur, es ist im Bereich des Möglichen, dass du von unten gekommen bist. In den 30 Sekunden von O2 zu Electrical. Das kann einfach nicht sein. Ich hab das auch so auf angesehen. Also Unge hat mir vor 15 Sekunden gesagt, wenn er tot ist, dann war es Vlesk. Also... Matthias, mit wem hast du denn gesprochen, als du in den Admin standest? Mit Dalu und mit Vlesk, aber die sind da irgendwie oben weitergelaufen. Okay. Ich kam aus also Anni war es nicht. Also Trilux war es safe nicht. Luke und Baso könnten aus der Richtung gekommen sein. Aber wenn ich skip. Wenn Anni aus Specimen kam, dann kann sie das nicht gewesen sein. Anni, du kamst unmöglich, dass sie es schafft. Also Anni war es 100% nicht. Auf jeden Fall noch gar nicht. Also ich war es nicht, garantiert nicht. Also ich habe Baso gewotet, weiß nicht, was ihr gemacht habt. Matteo. Ja, ich habe Baso zumindest auch im Auge. Kannst du mich ja im Auge behalten? Ach, jetzt redet Baso schon wieder so diese... Hey, wieso wolltet ihr mich? Entschuldigung, dass ich rede. Finger weg, Impostoren. Oh Mann, Dalu. Imposter. Okay. Wilde, ganz wilde Votes. Das ist Dalu, eine wilde Runde hier.
So, Leute, ich bin immer noch im Office, habe die Map auf, muss hier was machen. Eddie, sag mal, hörst du, Anni, ich höre dich über die komplette Map. Hi, echt? Ja. Oh, das ist ja blöd. Ach, du redest im Discord noch. Oh, tue ich das? Und ich habe mich gar nicht gedeffen, deswegen höre ich dich die ganze Zeit. Lol, ja, hab's geändert. Schon wieder Licht aus. Ich war auch nicht müde. Oh, er ist hier. Warte auf mich, warte auf mich. Ich muss nicht rein, ich muss nur die Karte machen. Eddie, warte! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Matteo, alles gut. Okay, was ist da gerade passiert? Ich habe die Leiche gesehen, da stand... Matteo hat gerade vor meinen Augen Loop weggemacht. Was? Wer stand da alles? Also, ich erkläre es jetzt. Ich kann es euch jetzt sagen. Ich bin der Sheriff. Wir waren in Specimen und ich hatte so einen Verdacht. Und dann aber ich bin doch der Sheriff. Aber ich bin auch Sheriff. Ja, okay, ihr seid auch alle Sheriff. Und ich hatte so einen Verdacht, dass Luke ein bisschen zu lang für die Download-Task braucht. Und dann habe ich einfach gedacht, ich nehme jetzt einfach den Moment und ich schieße rein. Und es hat funktioniert. Ja, und Bless stand halt daneben. Ich erkläre euch das jetzt nochmal. In der ersten Runde stand ich mit Dalu an der Lifeline. Dann kam Matteo rein und meinte, hä, wieso ist hier ein Report-Button? Und dann wussten wir, dass er Sheriff ist, weil es war keine Leiche da. In Wirklichkeit ist nur sein Kill-Button aufgeblinkt. Und jetzt hat er gerade Luke in Specimen weggemacht, weil den Killer in der ersten Runde und gemacht hat. Und deswegen habe ich auch gerufen, Eddie, bitte nicht reporten, weil wir gerade einen Imposter rausgenommen haben. Also Matteo ist der Sheriff. Also wenn wir das kann ich confirmen und Dalu weiß das auch. Ja, Eddie, wenn wir beide Imposter wären, hätte Vless dich einfach umgebracht, statt einfach da rumzustehen. Weißt du, was ich meine? Ich war ja sehr schnell am Report-Button, muss man ja sagen. War Dalu jetzt auch da? Dalu und ich waren da. Klar, und dann meinte in der ersten Runde, Dalu, du weißt ja noch, was in der ersten Runde passiert ist. Du weißt, dass Matteo Sheriff ist. Eddie, wenn wir Imposter wären, würden wir dich von oben schon ganz lange anlaufen sehen, weil wir viel mehr Sichtweite hätten. Das heißt, Vless wäre einfach hochgelaufen, hätte dich umgebracht. Also es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir dich nicht umgebracht haben, dass wir keine Imposter sind. Aber wäre es jetzt nicht smart, Mental einfach rauszuwurden, dann haben wir auf jeden Fall einen Post daraus. Ich bin der Sheriff. Der ist warum soll ich den Post? Aber ich finde das trotzdem nicht schlecht. Nee! Aber aus anderen Gründen. Du siehst so aus deine Mütze. Ja, ich bin jetzt echt überfordert mit der Situation. Ich sehe zwei Leute über einer Leiche und ich soll niemanden voten. Das ist schwierig. In dem Fall ist es wirklich schwer, aber Matteo ist wirklich Sheriff. Also wir hatten in der ersten Runde drüber geredet und wollten es geheim halten. Wir standen da zu dritt. Ja, aber jetzt ist es raus. Aber das Gute ist, das ist scheiße, weil der Imposter dich jetzt natürlich töten wird, ne? Ein Imposter schon mal raus. Du wirst ein Duell haben. Ich weiß. Wenn einer auf dich zurennt, Matteo ist Imposter. Also wenn der letzte Imposter Eier hat, dann kommt er jetzt nach Duisburg und dann gibt es ein Shootout. Matteo, du hast längeren Cooldown, das macht keinen Sinn. Bitte erst später. In einer halben Stunde in Duisburg, bitte. Was geht? Der Licht aus hier. Wo geht ich überhaupt hin? Ja. Unglaubliche Skills. Töte mich nicht, ich bin unschuldig. Nein. Dalu und Bless kamen gerade reingelaufen und meinen, oh, Anni, hast du uns gehört? Und ich war so, nein, warum? Der so, nee, da war eine Wand, der hat uns nicht gehört. Ich bin so, okay. Wo war das? Oben, die sind gefährlich vielleicht, pass auf. Jetzt habe ich Angst. Hier ist eine Leiche. Ich hab Matteo gesucht. Der ist tot! Ich hab eine Leiche. Ich finde immer die Leiche. Wo ist die Leiche, Eddie? Die ist oben bei Laboratory, direkt unterm Teleskop. Oder am Eingang. Wo ist die Leiche? Wo?
Ja, oben bei Laboratory. Dalu, Bless, was habt ihr denn gerade besprochen? Jetzt bin ich neugierig. Nein, das ist nicht so, das ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Warum habt ihr gerade noch über Matteo geredet da im Motto? Ist das Dalu und Bless. Ja, weil er ein guter Freund von uns ist. Ja, und jetzt ist er tot. Weil ich war Lightfixen, komm raus und dann kommen Dalu Bless von rechts und sagen: Wer war denn da mit dir drin? Hat sie uns gehört? Nee, da war eine Wand. Und ich bin so: Hä? Da war doch noch jemand, oder? Wer war denn da? Ich glaube, Bless und Dalu sind hier sehr suspicious. Varion? Nein. Das ist nicht korrekt, das ist nicht korrekt. Erinnern wir uns noch an Omi, der gesagt hat, wenn er stirbt, was weiß. Ja, aber wir können ganz einfach Stochastik. So, wir waren ja gerade schon im Prostitut, ist ja voll unwahrscheinlich. Aber keine Scheiße. Nein, wir können es wirklich nicht beide sein, weil wir den ersten Kill mit drei Leuten auf Lifeline gesehen haben. Also beide können es ja nicht sein. Okay, dann ist es Blesk. Das ist okay. Nein, für mich. Nee. Matteo hat euch ja gesagt, dass er Sheriff ist. Und wir waren zu dritt in Lifeline. Das wisst ihr auch. Sprich, ich und Dalu sind sehr unwahrscheinlich an der Stelle. Also, haben wir auf jeden Fall raus, weil Matteo hat auf Luke geschossen. Matteo ist jetzt gestorben. Sprich, er hat die Wahrheit gesagt. Wir haben überhaupt keinen Zeitdruck. Wir sind 7 Leute. Ja. Und der wahre Sheriff hat Matteo weggemacht. Trotzdem Blesk und Dalu wurden? Ich meine. Mein why not? Dalu ist es doch nie. Es sind nicht Varin und Anni und wahrscheinlich auch nicht Barso und nicht Dalu. Also aber ich doch auch nicht, Blesk. Ich war die ganze Eddie Zeit ist es nicht. Eddie ist es hundertprozentig nicht. Ich wollte Matteo baiten, dass er auf mich schießt, aber der ist nicht gekommen, der Sack. Also ich finde, Barso auf jeden Fall irgendwie habe ich ein Auge auf dich. Ich weiß nicht warum, aber du bist irgendwie so. Ja, gerne. Da ist irgendwas. Ich bin so. Dalu, was Problem denkst du? Mit mir, oder? Ja, zumindest in dieser Runde. Der Spirit von Sheriff Matteo ist jetzt zu dir übergangen. Wer könnte es sein? Ja, vielleicht hat Matteo auch verkackt beim gleich, Killer. Vielleicht hat er noch einen Imposter weggesnackt. Ne? Okay, perfekt. Wenn Anni darf uns nicht mehr zuhören, deswegen ich will einfach hinter der Ecke. Welche Crewmate-Barzis voten auf mich? Ich habe dich gewotet, Christian. Du bist sehr suspicious. Nein. Ich muss immer rechnen, Mann. Der hat ja extra gesagt, du bist Dalu, komm, wir müssen so. Ich habe das Gefühl, ich werde diese Runde nicht überleben. Das sagt mir mein Gefühl. Das ist schon wieder das Licht aus. Es gibt so. Nein! Ich bin unschuldig! Hä? Oh nein, jetzt habe ich es abgebrochen. Nee, das sieht nicht gut aus. Was ist gerade passiert? Ja. Hä? Wir haben auch gerade alle drei gesehen, wie Varion Lennart weggemacht hat. Ist das krank? Was? Habt ihr das nicht gesehen? Also warte, dann war Blesk Sheriff? Hä? Und hat auf Dalu geschossen? Weil Barso meinte, Dalu und Blesk ein Imposter? Ja, das wird sein. Ja. Blesk war Sheriff und hat auf mich geschossen. Weil er hat am Ende gesagt, auf dein Geheiß oder so ein Shit. Ja, das war's, genau. Also Blesk war eigentlich... Aber dann ist Mantle nicht Sheriff gewesen, macht ja keinen Sinn. Nein, also wir standen zu dritt an Lifelines und Blesk hat uns offenbart, dass er Sheriff ist. Und dann hatten die beiden wohl eine Leiche gefunden und wollten Matteo sozusagen als Opfer bringen, indem Matteo einfach dann die Rolle des Sheriffs übernimmt. Und Matteo wurde dann auch in der nächsten Runde gekillt. Ziemlich geproved. Und dann Blesk und ich uns unterhalten, wer jetzt wirklich der Killer sein könnte. Und für mich waren verdächtig Barso oder Varion. Weil die halt. Weil Lennart hätte Matteo in Duisburg gekillt. Und es ist nicht Barso. Ich denke, dass es. Wo war denn Varion gerade? Varion ist. Hallo. Ich bin. Ich kann meinen Sheriff Life auch benutzen, um jemanden zu proven, versteht ihr? Decontamination bei. Wo ist diese Task, wo man diese.
diese Würfel da rein, diese Figürchen da, diese vier reinmachen muss, da bin ich gerade. Jetzt gerade, in dieser Sekunde warst du da. Ja, ja. Ich habe nämlich Varian auch nicht bei uns gesehen, Anni. Lässt du warst Sheriff, aber oder? Aber ich habe legit nicht gesehen, ob Anni oder Dalu das jetzt gerade war. Warte mal ganz kurz. Warte, das ist nicht Dalu, weil Dalu die ganze Zeit Ich die ganze Zeit, sorry. Nein, wir haben verloren. Wir haben doch... Ja, ich aber die lebenden Leute hören uns nicht, oder? Hä? Und das bist nicht du, weil er auf dich geschossen hat. Aber ich war viel weiter vorne in meinem Spiel. Ja, aber er wird auf dich geschossen haben, sonst hätte er nicht gedrückt, weil wir beide standen ja wirklich die ganze Zeit zusammen. Und ich habe gedacht, du bist du da, Varian vielleicht im Boss da ist. Aber Varian war ja gar nicht da. Ja, er hat ja auch nicht, das ist auch richtig. Bless, du hast am Anfang gesagt, Varian hat hier Trill weggemacht. Ja, muss er ja, weil wir doch alle drei zusammenfahren. Oh mein Gott. Perfekt. Warum votet mich ständig irgendjemand? Wie Pocker ist das? Wir haben ja Basu geproofed. Wir haben Basu geproofed mit dem zweiten Shot quasi. Ja, mir ist schon klar, dass Dalu das wusste, aber dass die anderen das glauben. Yay, sehr gut. Ey, das war so unmöglich zu gewinnen. Dass du dich, Matteo, dass du dich geopfert hast für mich, war so geil einfach nur. Das war nice. Ja, das Geile war ja, ich hab voller gemacht als erstes. Ich musste mal so, ja sorry, kriegt mal Simon nicht direkt. Das war so verrückt, weil Blesk und ich stehen in Specimen, Blesk sticht ihn ab und schiebt's auf mich. Scheiße. Naja, weil ich nicht als Sheriff haben wollte. Ich weiß, und dann, ich hab dann mitgemacht, aber es war dann so verwirrend alles. Aber warte mal, du bist doch gar nicht böse gewesen. Nein. Aber warum hast du denn dann gelogen? Das wusste ich. Ja, weil Blesk, ich wusste, dass Blesk der echte Sheriff ist, weil er auch gut war. Und ich war der Sheriff und da haben wir echt einen Imposter erschossen. Die wussten, dass ich Sheriff bin. Ah. Also einfach nur auf Verdacht Imposter war. Ja, ja. Nein. Am Anfang zu mir, Unge hat am Anfang zu mir gesagt, wenn ich sterbe, sind es Luke oder Varian. Und du warst halt für den Kill Sus und dann nehme ich halt als Sheriff. Ich hab gesagt, Simon, das haben wir nämlich auch ausgeschickt am Anfang. Du hast gesagt, wenn ich sterbe, ist Vlesk, ich bleib jetzt bei euch beiden und Varian ist den ersten Kill herausgefallen und nur Luke ist und übrig. Und der Grund, warum Varian am Ende der Verdächtige war, weil wir zusammen waren. Ja, das war auch so schwer. Ey, aber Varian, du bist doch sogar, bevor du mich umgebracht hast, bist du noch an mir vorbeigelaufen. Ich dachte noch, ach, der gute Varian macht die Task und auf dem Rückweg. Ach, deshalb! Nein, du Schwein! Ich hab oben Trillux umgebracht, ich musste noch ein bisschen warten, ey. Du Schwein, ich dachte, ach, da muss ich mir ja keine Gedanken machen, der gute Varian. Ja, oh mein Gott, ey, also ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen, als ich dann nachgedacht habe. Ich habe es nicht mehr gerafft. Das Gute ist, du kannst als Sheriff, wenn du stirbst, du proofst ja jemanden damit so. Dann war Bob dann halt raus. Ich bin unschuldig. Oh, mit wem kann ich jetzt mitlaufen, ohne zu sterben? Mit wem? Ja, Simon bleibt bei Eddie. Nee, Simon bleibt. Ja, Simon bleibt bei Eddie. Wir sollten alle bei Eddie bleiben. No. Ich bin mega Eddie unschuldig. Ist noch Mantel. Eddie ist krass. Oh, hi Eddie. Hallo. Ich stehe hier nur. Ich bin nur Rhythmus. Du hast doch. Ich bin nur Deko. Ah, oh, dieser verdammte Planet, ey. Der ist aber auch schwer zu kriegen. Ich geh rüber. Nein, Mäntel nicht! Ich hab mir als Kind einen Finger mit der Brotschneidermaschine abgeschnitten. Jetzt weiß ich nicht, ob der noch funktioniert auf dem Sensor. Ich wünschte, ich hätte.
Alter, dieser dumme Planet. Ich hab dir gerade eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählt. Das hat niemanden interessiert. Das ist traurig. Guck mal, ja. So läuft, guck mal, Eddie macht hier Teleskop. Das ist einfach Leben. Alter, wo ist der? Ich hab ihn. Wen suchst du denn? Ey, können wir zusammen nochmal zur Lifeline gehen und gucken, ob jetzt werden. Nicht so leicht. Wir rennen alle zusammen. Wer von den Leuten hier zuckt? Wer war das? Das war Dalu! Lennart, verarsch mich jetzt nicht. Warte mal, hä? Hä? Flo stand doch gerade noch unten. Ja, er stand auch gerade noch unten. Ihr habt recht. Ich habe eben noch mit ihm gesprochen. Doch, Flo war bei uns in der Nähe. Ich habe eben noch mit Flo gesprochen. Ja, wir standen gerade in Duisburg. Wir hatten gerade einen Showdown. What the fuck ist Duisburg? Ja, und die Ecke. Und links in der Ecke. Ach so, deshalb, okay, verstehe. Ja. Also, ich muss eine Frage an Bless stellen. Bless, du warst hier erst bei uns und dann bist du weg, auf einmal stirbt jemand. Was ist da los? Wo bist du gerade? Nee. Also, erstmal, Baso hat frei geredet und war sehr selbstbewusst. Ich würde eine 1 geben an der Stelle. Ich habe aber auch niemanden getötet, ich war nur an der Lifeline. Das könnt ihr mir nicht in die Schuhe schieben. Ich bin ja Crewmate. Ja, wenn du an der Lifeline warst, wann ist die Person gestorben? Ich war gar nicht an der Lifeline. Chris war es wirklich nicht. Ich wollte an die Lifeline gehen und dann hat jemand über Twitch Prime geredet. Ich war nicht an der Lifeline, aber ich war am Puls. Ist 1,5 Sekunden her. Jojo, also ich habe eine Präsentation in dem Buttonraum gehalten und Chris hat mir dann gerade zugehört und Flo stand auch so unten, aber ist dann wieder weggegangen. Also der muss gerade erst gestorben sein. Also ist er gerade wollte rausgehen aus dem Haus. Ich glaube schon. Also schon, der muss. Ich weiß auch nicht, wo er liegt, keine Ahnung. Und Chris hat gesagt, da du warst. Ich bin da gerade rein. Lennart ist halt ein Hater, der guckt halt nicht hin. Ich hab auch nicht. Hast du es denn gesehen, Dalu? Hast du es denn gesehen? Ich hab die Leiche umfallen sehen. Ja, aber hast du auch den Mörder gesehen? Nee, ich hab den Mord nicht gesehen, aber es war jemand näher dran als ich. Ich war näher dran. Ich bin reingelaufen und da lag die Leiche. Aber wen hast du gesehen, Luke? Ich hab nur Dalu links neben mir gesehen. Nur Dalu hast du gesehen. Nur Dalu. Aber ich hab auch nicht. Luke, jetzt lügst du aber. Da war noch wer. Hä, wo? Da kam doch wer raus. Ja, ich kam da raus. Aha! Eddie kam da raus? Ich kam da raus. Ich hab ja gerade mit ihm noch geredet. Nee, also mit Eddie, das mache ich nicht nochmal mit, diese in die Schule schieb Scheiße. Dankeschön. Wenn er es ist. Okay, dann sieht das schlecht für Eddie aus. Aber ich habe ihn eben nicht gesehen. Nee. Ich habe nur Dalu neben mir gesehen. Wenn Eddie mir die Wahrheit sagt und sagt, dass er es nicht war, dann glaube ich nicht. Nee, Leute, ich stehe mit euch in Duisburg. Alba da mit euch rum. Geh dann 1,50 Meter nach oben und kill einen, wenn ihr alle von unten kommt. Und das Licht war auch überhaupt nicht aus. Das war irgendwie doof. Also das klingt für mich genau nach Dalu, um ehrlich zu sein. Ja, aber Anni, Unge und Matteo waren es nicht. Nee, Dalu Strill. Okay, dann lasst doch mal alle zusammenbleiben, die es nicht waren. Okay, also alle. Okay. Bist du jetzt als erstes gestorben? Schon mal, kann ich schon mal auf meinen Kalender. Ja, schon mal. Eddie, ich glaube, ich trau dir nicht mehr. Ja. Ja, sorry, aber was soll ich machen? Wie kann ich meine Unschuld beweisen? Wo sind alle? So, damit ich weiß, wie rechts ist. Mitte, unten Mitte, rechts oben. Okay, das hört sich auch rechts Mitte, unten Mitte, rechts oben Mitte. Rechts Mitte.
Okay. Wir müssen zusammenbleiben. Da waren ganz viele. Matteo, warte, das ist eine Falle, Matteo! Oh, oh. Ich war mit Sicherheit gestellt. Ey, da unten sind Dalu und Dings lang gegangen. Wo unten? Jetzt haben sie die Tür zugemacht. Und warum liegt er hier dann tot? Warum liegen hier beide tot? Alter, report doch mal. Oh, mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Also ich weiß Bescheid. Ja, sind weißt weder Dalu noch Matteo. Okay. Also ich kam gerade oben Specimen raus. Lab, da kam Dalu und Mental sind tot. Schalter, glaube ich, gerade. Mhm. Dann gehe ich runter, weil ich eine Task an dem Temperatur habe. Dann kommen mir Luke und Eddie entgegen. Und Luke sagt, also unten waren gerade Dalu und Mental. Nee, ich habe gar nichts. Ich habe das gesagt. Und das war Eddie. Jedenfalls ist die Tür verschlossen gewesen. Ich gehe rein und da liegen tot nebeneinander Dalu und Mental. Ja, aber Dalu und Mental. Moment. Wo liegen die? Du kamst, doch aus der Richtung von Mental kamst du doch. Du bist aus der Tür rausgekommen. Ich? Ja. Ja, aber ich kam doch gerade von oben. Nee, du kamst von oben. Ich hab doch gerade erzählt, ich bin an Anni vorbeigelaufen. Ich kann nur sagen, dass sie eben noch nicht tot waren. Als also, wir hatten also ich hab Anni oben im Lab gesehen. Wir hatten eben nur Flo, ne? Sind Dalu und Mental, zwei Leute jetzt gestorben. Ganz kurz, ganz kurz. Ja, ich hab beide Leichen gesehen. Eben war doch für den Killern Flo nur Dalu, Sass oder Vlesk, der irgendwo im Office rumgedümpelt hat. Nee, aber wenn es nee, Vlesk hat den Killer Flo nicht gemacht, der stand vor mir. Ja. Okay. Also die Leichen sind beide. Also ich bin die ganze Zeit mit Vlesk zusammen gewesen, weil Vlesk mein Alibi möchte und ich kann nur sagen, Vlesk ist Crew. Ich wollte nicht dein Alibi, ich wollte nur nicht... Okay, aber wie lange lagen denn die Leichen da überhaupt? Wissen wir das? Ja, die müssen ja ganz schnell. Also Luke hat, nee, Eddie hat gesagt, unten sind Dalu und Mental, also kann das ja, kein... Ja, die waren gerade noch am Leben. Ja, die waren... Achso, also es war ein Double-Kill? War ein safe Double-Kill? Beide Leichen lagen da, ja, nebeneinander. Okay, dann glaubst du jetzt, Vlesk. Vor 15 Sekunden noch in den Lights geredet und da war Lucky auch da. Oder mit Dalu. Also, nein, Dalu und Mental, ich kam aus Specimen Room. Da habe ich noch Unge und ich weiß gar nicht, wen alles gesehen. Ja. So, dann bin ich in Admin, kam mir Dalu und Mental entgegen. Dann bin ich raus, da kam mir Trilux entgegen. Dann habe ich gesagt, Achtung, da unten sind Mental und Dalu, weil ich Dalu nicht getraut habe. Und dann war die Tür zu und als die Tür aufging, lagen sowohl Mental als auch Dalu in, wie heißt es da, mit der Lifeline. Ja, und deswegen, es waren eben nur Lifelines. Ich war oben im Lab, ich kam von oben, da habe ich Anni am Schalter gesehen. Oder an der Temperatur war Anni oben. Okay. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht verstanden, wo die Leichen lagen, an Lifeline. Noch immer unter Lifeline. Die Tür ging auf und mir kamen Luke und Eddie entgegen. Also wenn da nicht hinter den beiden gestochen wurden, dann sind die beiden das so 100%. Warum voten wir die denn nicht, verstehe ich das nicht. Das wird warum ich zwei Votes bekommen habe. Weil Anni hätte den Alibi umgeben können, weil ich ja oben war. Ich kann ja nicht zwei Leute nebeneinander da wegmachen. Warum sollte jemand Double Carry? Okay, es war dumm. Also voten wir jetzt Luke oder Eddie? Nee, weil wir bei sieben Leuten doch nicht voten. Doch, kann man schon machen, oder? Es könnte auch sein, dass du es bist, Anni. What the fuck? Ihr habt jetzt einfach ein Notmeeting einberaumt, um einfach mal auf gut Glück... Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, worum es geht, weil ich war einfach kann halt wo die Leiche war oder wo wer war. Also, soll ich erklären? Ja erklär. Bitte. Erklär. Ich kam mit Eddie unten aus dieser Schleuse, nicht aus der Schleuse, sondern ich war unten in diesem Raum. Ich habe geguckt, was da so abging. Dann kam Eddie mir entgegen, aus der Tür, dieser Schleusentür. Aha. Wir sind hochgelaufen zu Lifelines, da standen Dalu und Mental. Wir sind rausgelaufen, dann kam uns, ich weiß nicht, Trilux war das, ne? Ja, ich kam oben. Am Vulkan war. Dann gingen die Türen zu. Und dann hat Trilux reported in dem Lifelines-Raum. Ich hab nicht reported. Trotzdem gegen euch, weil er zwei Leichen liegen. Ja, logisch. Wer hat reported eben? Luke oder Trilux. Ich hab nicht reported. Nein, hab ich nicht. Weil ich die ja auch nur am Leben waren. Nicht reported? Die waren nicht am Leben. Nee. Ich hab die Tür aufgemacht, beide Leichen lagen da, weil ich hab dann sag mal, wer reported hat. Wer hat reported? Luke oder Eddie? Eddie hat reported. Yep, genau. Eddie hat reported. Okay, ich dachte Trilux. Eddie, du hast reported. Ich kann dir ja nur sagen, ich sag's ja nur so, weil wir da durchgelaufen sind und die noch am Leben waren. Okay, Eddie, erzähl deine Geschichte aus deiner Sicht. Naja, so wie es Luke auch schon gesagt hat, ich kam, wie gesagt, aus Specimen Room über Admin. Da in dem Gang waren hier Dalu und Mental. Ich bin raus, wollte hoch. Da kam Trilux entgegen.
Dann habe ich ihn gewarnt, dass da unten Dalu und Mental sind. Dann war die Tür zu. Dann ging die Tür auf. Und dann lagen da zwei Leichen und dann habe ich Report gedrückt. Aber du bist dann wieder mit runtergelaufen, ne? Weil du hast ja gesagt, du bist rausgelaufen. Oder ist nur... Das war direkt vor der Tür. Das war direkt vor der Tür von Lifeline. Ich aber du hast doch reportet, Unge Vlesk, wo wart ihr? Nee, wir waren oben über Electricity. Also ich und Unge sind relativ safe. Nee, nur Vlesk nicht. Ich war bei Electrical in der letzten Runde. Ich würde skippen. Doch bei Unge und Vlesk? Nein, wir haben sie nicht gesehen. Lass uns noch eine Runde abwarten und gucken, weil ich bin mir auch nicht sicher. Ich denke auch, es ist relativ offensichtlich, was ich auch nicht, Anni. Also entweder es sind Eddie und Unge oder halt Unge und Vlesk und die verarschen uns einfach. Jo. Sagt Eddie und Luke, aber durch den Button jetzt bist du ein bisschen sass geworden, Anni. Was? Ich bin doch alleine gewesen. Ja, bei sieben Leuten, warum Button? Ja, warum sieben Leuten Button? Ja, das Ding ist, es muss aber ein krasser Zufall gewesen sein. Reinspeisen ein bisschen, finde ich nicht verkehrt. Ja, das macht's spannend. Wenn Annie nicht gewendet ist, kann Annie keinen der beiden Kills gemacht haben. Oh nein. Ich mache jetzt erstmal ein paar Tests. Okay, ich habe mal kurz Tür zu gemacht, weil die uns draußen da nicht hören. Ich würde halt Trillux jetzt erstmal verschonen. Ja. Trillux und Anni. Und aber den Rest killen. Wir dürfen nicht mehr zusammen auftreten, auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Am besten. Ich mach Lights aus, dann können wir raus. Ja. Muss ich irgendwas machen? Jetzt da drin. Was? Wie komme ich denn hier raus, Alter? Ach so. Boah, das Spiel ist kompliziert. Tut mir richtig leid, ey. Wird immer abgeschossen. Oh Mann, das tut mir auch leid, aber... Jetzt ist die Sache ja wohl klar. Baso ist Imposter. Oh, was ist Simon, da gerade passiert? Was ist gerade passiert? Könnt ihr alle auf... Baso hat Luke umgebracht. Baso hat Luke umgebracht. Dann das ist doch Baso tendenziell an, ja? Richtig, ja. Aber ich bin Sheriff und habe ihn abgesheriffed. Das kann nicht sein, weil das ist, das Mindgame funktioniert nicht mehr, weil Matteo uns am Anfang schon gesagt hat, dass er Sheriff ist. Ja. Da er gestorben ist, war er ein Imposter, sonst wäre ich ja gestorben. Ja, and that's it. Ich habe in der ersten Runde, by the way, schon... Das würde ja für das sprechen, was Trillux gesagt hat. Ich habe direkt gesagt, dass ich Sheriff bin. Ja, dann würde ich jetzt Eddie voten. What? Ja. Bin ich dabei. Seid ihr irre? Wieso denn ich? Weil wir irre sind, genau. Deswegen. Actually können wir uns das sogar leisten, weil einer schon tot ist. Wenn wir jetzt Baso vertrauen, dann haben wir ja nichts zu fürchten. Ja. Die war vertraut auch alleine schon fünfmal abstecken können. Also ihr seid euch einig offensichtlich. Ja, ich habe Anni gewotet. Ja. Echt? Ernsthaft alle? Anni. Wenn nicht, dann echt worth it, komm schon. Anni. Anni. Ist zu spät, ich habe schon gewotet, Eddie, es tut mir leid. Ey, Trilux, wir hatten noch so viel Spaß in der Runde davor. Ja, aber ich habe dir doch direkt gesagt, ich vertraue dir diesmal irgendwie nicht. Du hattest so komische Vibes auf einmal. Ah, ihr sollt in der Hölle, schmoren, ey. Der Käse hat dich verraten. Der hat gestunken. Ja. Stinkekäse. Ich hab die Runde überlebt. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja. Aber los. Geil, Mann, echt wie. Ey, der Double Kill war wirklich stark, ganz ehrlich. Weil, wenn das funktioniert hätte. Das war echt so ein Pech, dass direkt danach Trilux um die Ecke kommt, ey. Der Kill war aber gefährlich. Man hätte dich noch locker jetzt als Imposter hinstellen können. Das ist mir so egal, Lalu. Du hast den Imposter gekillt, obwohl Licht aus war. Also er hatte doch Vorteil. Ich habe den gesucht seit 10 Sekunden schon, war voll froh, dass ich ihn gefunden habe. Ja, aber der Imposter hat dich doch gesehen. Könnt ihr mal aufhören, immer mich zu killen, bitte? Könnt ihr auch mal den anderen Imposter? Hör doch mal auf, Imposter zu werden. Ey, der Double Kill war nice, aber wie viel Pech kann man haben, dass genau in dem Moment Trilux um die Ecke kommt? Eddie war voll panisch. Eddie und Luke, habt ihr noch gehört, dass ich gerufen habe, das ist eine Falle?
Nee, das hab ich nicht gehört. Das war das Geilste. Matteo, lauf! Ja, dann kommt Falle. Eine Falle! Und ich sag, was will er von mir? Und bam, wir fallen beide um. Das stimmt, das hab ich noch gehört, ja. Oh, ich hatte echt noch überlegt, ob ihr beide das nichts hat, aber einer von euch beiden hat gesagt, Vorsicht, da unten sind Dalo und Mäntel. Also, ja, warum die Warnung? Ich dachte, Eddie, warum sagst du das? Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Da unten sind Dalo und Mäntel. Beide sind vor. Nicht dahin geht. Keine Ahnung, ey. Gut, aber dass sie dann an beide reinstechen, war halt wild. Okay. Na gut, okay, let's go, nächste Runde. Ich kann niemanden mehr trauen. Ey, wäre es eigentlich nicht schlauer gewesen, wenn wir Mäntel oder einen gekillt hätten und den anderen beschuldigt hätten? Rein theoretisch, ja. Ja, der Double Cube war nicht schlecht. Also der Double Cube eigentlich gut. Ganz unten rechts habe ich Schlüssel, ganz unten rechts. Das ist kein verändert sich nicht, du Lügenbock. Nee, ganz unten rechts, kannst du nachgucken beim Lifeline? Mein Schlüssel ist nicht reingegangen, hat nicht reingepasst. Piep, piep. Na komm. Na komm. Sei ehrlich. Nee, ich mach keinen. Nee, diesmal nicht. Wir sind safe hier. Okay. Ich werde immer ermordet, wenn ich in die Kamera gucke. Ich will einmal den Mörder live auf der Kamera erwischen. Eddie, was kannst du sehen? Unge. Bei der Lava, ich sehe Flask bei Lifeline. Hallo, ist hier jemand? Mhm. Ich höre dich, als würdest du irgendwie in so einem komischen, in der Kiste stecken oder so. Hä? Ich sehe Unge wartet zwischen Lifeline und diesem Lava-Becken. Meinst du, Unge ist es? Ich weiß, jetzt ist er wieder bei Lifeline, jetzt geht er wieder, er steht direkt in diesem Gang vor Lifeline und Lava. Ja, warum wartet er denn da? Keine Ahnung. Ich glaube, also, so wie ich es verstanden habe, ist Bless wieder Sheriff, aber ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann. Aber jetzt geht er wieder zu Lifeline. Unge hängt die ganze Zeit an der Kamera. Aber er sieht ja die Kamera. Er sieht ja die Kamera, dass sie an ist. Er sieht, dass du den siehst. Jetzt geht Annie hin. Okay. Geh mal checken. Naja, die werden natürlich keinen Mord machen, wenn wir die Kamera hier anhaben. Da alle. Ich verpiss mich hier, das ist mir zu heiß, ey. Ich hab Angst. Zum zweiten Mal. Was? Warum? Wie kommt Eddie schon wieder? Ja, wieder, ich hab das im Gefühl. Killen, Eddie? Was? Warum? Also so, ich meine, so wird der Mörder natürlich auch nicht in der Lage sein, jemanden umzubringen, wenn alle an einem Haufen sind. Ja, was ist denn da beim Sound los, wenn man eine Kamera ist? Crazy. Oh, oh. Nee, da bleibt jemand mehr Leute als hier. Okay, Flo, wolltest du gerade wenden? Eddie, hast du das gesehen? Flo hat sich auf so ein Vent gestellt, aber ich glaube, er hat dann die Kamera gesehen und hat sich's noch mal überlegt. Ich habe ihn nicht erwischt beim Wenden, aber er hat sich auf den Vent gestellt. Wo denn? Vor Left? Welcher war das? Warte. Hier, der bei Vent South. Ist der Kamera. Das ist, was ist das? Ah, da, ja. Office-Eingang. Ja, da genau. Da steht genau. Da oben drüber stand Flo. Wir suchen Basu und Dalu. Es ist so dumm, die ganze Zeit. Sind die tot? Ja, mich hört Eddie. Also Unge ist vor uns weggelaufen. Basu ist bei Lifeline. Das Dalu und Double Kill. Ja, 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 ja.
Mit wem ist Dalu gerade da? Hallo, Interessant. Okay, das ist überraschend. Okay, meine einzige Vermutung ist gerade gestorben. Da müssen beide Leichen liegen, oder? Weil die waren zusammen unterwegs. Wo müssen die liegen? Wo? Ich habe Flo gefunden über dem großen Stein, überm Office. Aber nur Flo. Ich habe Luke da nicht gesehen. Über dem großen Stein. Und wo warst du gerade, Baso, wenn ich fragen darf? Ich habe Licht angemacht als Einzige gerade. Dann habe ich, wer ist mir da entgegengelaufen? Ein paar Leute sind mir entgegengelaufen. Dann bin ich zur Lifeline gelaufen, habe Lifeline geguckt. Ja. Grün, gelb und blau tot gesehen. Und dann bin ich einfach wieder hochgelaufen und über diesem Stein liegt Flo. Also Unge hat mir gesagt, dass Dalu einen Double-Kill machen wollte, aber wenn Unge nicht tot ist, dann wird es ja weder Dalu noch Unge sein. Ja, lassen. Ja, Dalu wollte mit Unge einen Double-Kill machen, also hatten wir ja auch. Also ich glaube nicht, dass Dalu ist, weil ich kann euch eine Sache sagen. Ich habe die Lifelines immer wieder gecheckt, dann bin ich hochgelaufen zu Cams und dann habe ich von da an, ist Dalu mit hergelaufen und hat dann gesagt, jetzt gibt es einen Double-Kill oder so. Und da dachte ich, das war so ein kleiner Hint an seinen Kollegen, dass wir jetzt double gekillt werden, aber dann bin ich bei Dalu geblieben. Und in der Zeit, wo ich bei Dalu war, sind zwei Leute gestorben. Deswegen würde ich Dalu eher ausschließen. Ich denke auch, die zweite Leiche muss rechts im Gebiet liegen. Also entweder Specimen oder Lab muss die zweite Leiche liegen. Meine Meinung. Also das letzte Mal, wo ich beide gesehen habe, liefen die zusammen rum und haben sich gegenseitig beschuldigt. Du bist Imposter. Nein, du bist Imposter. Eddie Trill, habt ihr Kamerainfo? Ich hab, war super lang an der Kamera. Ich war die fast die ganze Zeit an der Kamera. Die gesamte Runde an der Kamera. Ja. Ich hab, ich habe gedacht, Flo stand auf einem Vent und dachte, er will wenden. Aber das hat's ja jetzt erledigt. Und dann, ich hätte noch eine Frage, Unge, du warst die ganze Zeit zwischen Lifeline und diesem Lava-Becken. Du hast teilweise die ganze Zeit da verbracht und standst einfach nur rum. Ich hab vor der Kamera gestanden und hab mit der Kamera gesprochen, weil ich dachte, Dalu hat die Einstellung am Anfang so gemacht, dass man Leute durch die Kamera hören kann. Nee, man hört nur die Leute, die neben einem stehen, in der Kamera, so richtig dumpf. Und deswegen habe ich dann die ganze Zeit mit der Kamera gesprochen, habe gesagt, es leben noch alle, ich gehe wieder reingucken, und so in der Kamera. Ja, okay. Erklärung, alles klar. Okay. Aber scheinbar hat mich niemand gehört. Ja. Also Eddie und Trill waren zusammen in der Kamera, aber die haben nicht miteinander geredet. Ansonsten Wir haben miteinander geredet. Ich habe alle meine Stars durch, deswegen war ich letzten nicht 20 gehört. Sekunden an der Kamera. Das ist ja mega. Dann hört man sich vielleicht nur, wenn man an der Kamera ist. Das könnte sein. Lesk, wenn du Sheriff. Okay, Dalu. Ich dachte. Dalu, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Okay, ich gar keine Chance dazu diesmal. Nee, das kannst du gar nicht wissen. Dann vertraue ich dir jetzt schon wieder nicht mehr. Natürlich. Hä? Warum sagst du das? Weil du warst oben links. Ja, aber ich habe die beiden gesehen. Ich habe doch mit beiden. Was muss man hier machen? Ja. Und dann waren wir alle zusammen oben lang. Achso, das ist die Lifeline. Okay, hier muss man gar nichts machen. Also, ich habe immer so, wenn du sagst. Ah, das war nicht möglich, dann habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl. Ach so, okay, auf jeden Fall, ich bin mit beiden wirklich nach oben gelaufen. Ist das spannend. Soll ich jetzt reporten? Herb is dead? Ja, nicht. Anni? Da ist hey Leute, da ist einer tot bei Perth. Okay, Dalu, ich vertraue dir endlich. Okay, Dalu, lass dich lieber allein. Hey Leute, einer ist tot, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen jetzt ganz schnell. Oh. Wieso hauen die denn ab? Ey, Leute. Eddie, komm mit. Mäntel. Alarm. Okay, beide waren Cam. Da lagen beide Leichen. Ich konnte, als ich gerade zu Cam reingelaufen sind, rot lag oben, lila lag unten. Konnte beide sehen. Und Baso muss legit gerade gestorben sein. Also,
Nee, sind beide schon seit so. Also, Dalu und Unge sind unschuldig, ich bin unschuldig. Nee, Eddie, du bist erstmal gar nicht unschuldig. Nee, warte mal. Dalu, Unge und ich sind unschuldig. Wer bleibt denn noch? Mental, Vlesk oder Annie? Ja, warte mal. Eddie, nicht Sheriff? Ich kam gerade von Weapons und Eddie kam von oben mir entgegen. Wo kamst du her, Eddie? Ja, ich hab okay, du lügst. Also, Mental ist schon mal ein Imposter. Nein, ich habe nur. Du hast gesagt, ich bin von oben gekommen. Das ist Matteo ja geil. Okay, ich werde auf jeden Fall für ins Bein schießt. Also Matteo hat gerade gelogen. Der hat nämlich noch zu mir gesagt: Komm Eddie, und ist Richtung Electrical gelaufen. Wenn ich von oben gekommen wäre, dann wäre ich ja von Electrical gekommen. Aber ich bin ja von unten gekommen und das können auch Unge und Dalu und Anni bestätigen. Denn also habe ich dich überholt oder was? Nee, du kamst. Weiß ich nicht, woher du kamst. Auf jeden Fall kamst du nicht aus von unten. Nee. Ich kam. Okay, ich kann safe nicht aus Electrical raus. 100 Pro nicht. Also, ich hab nicht gesagt, dass du aus Electrical rauskamst, aber du hast safe gesehen, dass ich nicht von oben kam und du hast gesagt, ich kam von oben. Okay, jetzt kostet uns zu viel Zeit jetzt gerade. Ja. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Also, Mental. Eddie, einer von den beiden ist es und wer ist der andere, ist die Frage. Matteo sagt mir andauernd, dass es Sheriff ist. Annie, Flesk, Mental. Sagt mir andauernd, dass es Sheriff ist, aber ich glaube, das macht nur. Ich bin doch die ganze Zeit bei euch gewesen. Ich war entweder bei Eddie oder bei Unge und Dalu. Also, wenn es zwischen Matteo und Eddie geht, bin ich für Matteo. Na, ich wollte checken, ob Flesk Sheriff ist, indem ich frage, ob er ist, aber ich bin Sheriff. Dalu, was sagt dein Gefühl? Also sagst du Mental und Flesk oder Eddie und Flesk? Das hätte nicht sein können. Also, ich sag, bei Flesk weiß ich. Also, bist du sicher bei Flesk? Bei West weiß ich nicht. Nee, aber ich glaube, dass Matteo, wenn er Sheriff ist, nicht bis 6 nicht schießen würde, sondern Trilux wahrscheinlich weit vorher schon irgendwann abgeschossen hätte. Daher kommt okay, Annie und Eddie abgevotet. Wie habt ihr gewotet? Wie? Ich hab Mental gewotet, hundertprozentig. Und Dalu, bei Matteo ist er als Eddie, aber bei Vlesk bin ich nicht sicher, Unge. Es ist Eddie. Aber, okay, dann gehen wir auf Mental, okay. Warum auf mich? Ja, weil die Gruppe gewotet hat. Die Gruppe hat gewotet. Und es ist auch scheinbar richtig. Das ist ein 6, Matteo. Das würde aber, wenn er wirklich Sheriff ist, dann wäre das schon viel länger vorher tot gewesen, weil Trillux ist Crewmate und er hätte vorher schon auf Okay, pass auf, Dalu, Unge, ich weiß, dass ihr unschuldig seid. Wenn ich jetzt die ganze Zeit bei euch bleibe. Das ist auch gut, Eddie, weil wenn wir jetzt. Ich mach das nicht gern. Also ich werde dann weggehen. Ihr könnt zusammen rumlaufen, ich geh weg. Eddie, hör mir zu. Dadurch, dass du jetzt lebst und Mental tot ist, haben wir dir jetzt geglaubt. Ja. Also, ich bin auch unschuldig. Das heißt, die andere Person bleibt nur noch Annie oder Vlesk. Einer von beiden ist auf jeden Fall der Mörder. 100 Pro. Okay, dann lass. Oder beide. Wenn Mental unschuldig war, dann ist es. Es könnten auch beide sein. Okay, ich geh mal ganz kurz an diesen Tisch gucken. Schütz mich so. Also guck mal, dass keiner. Wenn jemand reinkommt, schrei den Namen. Schrei den Namen. Okay. Es ist dunkel. Scheiße. Ja, es wird dunkel. Komm mal kurz. Scheiße. Wo bist du? Lab 2. Ich denke, weil es wird im Lab jemand sterben. Nee, Office reingewendet. Oh. Scheiße. Okay, Eddie, lass uns in die Ecke stellen. Kurz, ja, das Flesk! Das Flesk! Ich hab Flesk gesehen! Ja, ich hab auch Flesk gesehen. Yes! Hä? Wir haben wieder geschossen. Wer hat geschossen? Ich hab Flesk getötet. Du hast Flesk getötet, Anni? Ja, ich hab geschossen, ich war Sheriff. Sehr gut, Anni! Oh. Ey, Simon und ich haben uns gerade original in die Hosen gemacht da in der Ecke. Ich war ja auch ein Killer, ein potenzieller, aber ein guter Killer. Es waren Mental und Flesk, ja? Ja. Ah, ich wusste es. Mental, du Kleine. Das war ja so mies, ey. Ja, wir haben vorhin beide Double Kills gemacht und dann, ich wusste dann nicht mehr, was ich sagen soll, als mir Eddie dann entgegenkommt. Ich rufe noch so, Eddie, komm mit hoch. Und dann sagt er, du bist Imposter. Ich so, was? Proximity gewinnst du sowieso nie mit guten Argumenten in Mindgames, sondern indem du einfach viel Scheiße laberst die ganze Zeit. Ne, das Ding war einfach, dass Unge zeitgleich gesagt hat, was oben im Cam Room war. Und daher wusste, dass Dalu und Unge unschuldig sind. Ja, weißt du so, Dalu? Ja, Anni war für mich. Anni kam immer dazu. Also, wir laufen zusammen rum. Anni ist nicht da. Wir finden auf Lifelines Leichen. Anni kommt dazu. Ja, Anni war ich mir auch nicht sicher, aber. Ich hab mich umgeguckt. Ja, das war verdächtig. Boah, war das spannend gerade, ey, als das Licht auch noch ausging, ey. Ich bin froh, dass du dir geglaubt hast, Eddie. Ich würde gerne mal in Runde 2 kommen, auch bitte. Ich habe einmal an dir gezweifelt, Eddie, als du gesagt hast, ja, Dalu, Unge und ich, wir sind ja unschuldig. Und als du dich so selber so mit einbezogen hast, da dachte ich, okay, das könnte auch eine Masche sein. Ja, aber was soll ich denn sagen? Ja, dann habe ich gedacht, okay, komm, gut. Ja, na gut. Ja. War eine gute Runde. War auch knapp. Gut. Also es hätten die zwei Kills nur Ende gewesen. Hätten wir die Leiche nicht gefunden, wäre Ende gewesen. Geil, wieder Imposter. Schlüssel oben rechts, ich bin schon dran. Diese unten links.
Du hast schon Blieb gemacht, Blaze. Ja, die Batterie ist kaputt von meiner... Aber was konntest du denn blieben? Du warst ja noch nicht da. Ja, die Task hier an der Seite habe ich aber nicht. Naja, weil ich eine Fernsteuerung habe, aber die Batterie ist... Komm, vertrau mir. Lass Task mal. Hey, Marion, wenn du das sagst, dann Marion, du bist da. Gott im Himmel! Ich war doch... Oh, nee! Man darf einfach nicht alleine rumlaufen. Ich laufe zu oft alleine rum. Oh, es ist der gleiche Fehler wie immer. Ich fass es nicht. Oh. Simon, hier ist einer Tor! Okay, 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 ey. Mental, ich sag nur, wie es aus meiner Sicht aussieht, okay? Ja, okay, sag mal. Okay. Sag mal. Also, Mental hat mich alleine gelassen in Weapons. Ich hab den Download gemacht. Mental macht, es geht zum Wasserrad unten rechts vor Admin, obwohl man das Wasserrad doch eigentlich erst hat, wenn man links die Wasserräder zuerst macht, aber... Ja. Dachte ich auch. Und dann geht er rein und dann kommen Anne und ich hinterher und auf einmal liegt Eddie tot da. Das ist schon lange gepatcht worden, glaube ich. Du kannst die Wasserräder mittlerweile auch rechts als erstes machen. Yep. Ah, okay. Krass. Aber da habe ich ja Glück sicher? Gehabt. Krass. Sicher? Ja, kannst du wirklich Wasserräder. Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich habe nämlich die Patchnotes gelesen. Das weißt du doch sicher auch, oder nicht? Nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Wo lag denn die Leiche? Kann man es eine Direkt vor Swipe Cut, also wo die Lifelines sind. Genau. Und guck mal, Simon, ich bin vor dir weggerannt und dann kam ich dir entgegengerannt und hab gesagt, hier liegt eine Leiche, Simon, hier liegt eine Leiche. Ja, aber wie kannst du mal wegrennen, dann wieder zurückrennen und sagen, was liegt, also warum hast du dich direkt reportet? Ja, weil ich Hilfe geholt habe, der hat vielleicht noch geatmet. Na, okay. Also war eine aktive Leiche halt. Wie war Annis Sicht, weil sie hat ja reportet? Ich kam runter, die standen am Duisburger Eck, Mäntel und Unge. Dann ist Mäntel weggegangen, ich habe kurz mit Unge geredet, Unge so... Mäntel hat der Wasserrad gefällt. Ich so, oh lol. Sind zusammen reingelaufen. Mäntel steht neben der Leiche als Swipecard. Und sagt, sieht halt sehr schlecht aus. Nicht so gut aus für Mäntel. Also guck mal, würde ich einen abstechen, während einer hinter mir herschreit, du hast gerade einen Task gefaked. Dann würde ich auch den abstechen, der das sagt. Klingt also nach Matteo. Das klingt nach Matteo, ja. Nee. Verstochen, Matteo. Nee. Ey, wir können es ja so machen. Der Sheriff kann dann mit mir nach Duisburg kommen. So in 30 Sekunden. Und dann kann er mal reinschießen. Was ist, weil Eddie der Sheriff war? Ja. War er nicht. Doch, war er. Okay. Ja, lass doch so klären. Das ist am geilsten. Wir können auch Zeugen mitnehmen. Lass Zeugen mitnehmen. Okay. Aber, ich habe dich nicht gewotet, Mantel. Ich hab gesagt. Matteo hat sich selbst gewotet, so wie Trulux vorhin. Oh, mein Blutdruck, ich halte das nicht aus, mein Herz, ich halte das nicht aus, wirklich. Das ruhig, Simon, einer. Oh Gott. Warte, ich fake diese Task kurz. Wollen wir alle in die Ecke gehen? Hört ihr mich? Bist du Sheriff? Showdown. Bist du Sheriff, Mantel? Ich bin ein Geil. Oh, Temperatur eingestellt. Okay, warte, Sheriff muss sagen, mein Cooldown fährt. Ich hab mir das schon gedacht, weil der Chef. Ja, ich mach mal ein paar Tests, was? So, warte, ich such hier. Oh, krass, direkt gefunden. Wow, das ging aber schnell. Jo, scanne dich mal kurz. Nein, nicht checken. Alter. Ich kann das doch. Das ist es doch. Nee, das ist. Ah, es sind Trill und Dalo, ich verpiss mich jetzt mal. Duisburg, alle Mann. Ja, alle Mann. Nur wir gehen jetzt nach Duisburg. Okay, ich komm mit. Mario, alle nach safe Duisburg. Übrigens. Ja, ich bin safe. So, kommen alle her. Achso, ist Duisburg kalt? Alle nach Duisburg. Nee. Cool. Okay. Und ich stelle uns nach richtig ins Eck, okay? Und jetzt wartet mal ganz kurz. Ich sage euch genau, was passieren wird. Ich werde gleich tot umfallen und dann wird die Person, die mich gekillt hat, sagen, sie war der Sheriff.
Okay. Nee, dann schieße ich nicht, weil du zu sicher bist. Ja, nee, das willst du. Oh nein, oh nein, oh nein! Nein. Drück ab, bitte drück eine ab! Ey, die spielen das alle so häufig, die. Echt oh, gut schon. Da, was? Was? Ich dachte es gerade. Dalu war der Sheriff! Safe Call! Ich wusste es! Was ist passiert? Weil Dalu gerade so meinte, yo, dann schieße ich nicht auf ihn, weil er zu safe ist. Okay, was ist passiert? Ja, ich bin Sheriff und Dalu ist offensichtlich Imposter. Also nee, ihr könnt auch gerne mich jetzt rausvoten. Das Dalukart. Dalukart wollte gerade so dieses, ah ja, nee, Matteo, du bist zu safe, jetzt schieße ich nicht auf dich. Aber Dalu ist der Imposter. Warte mal, ich glaube, also warte mal, das, was ich gerade gebaitet habe, das stimmt, glaube ich. Also ich habe ja so getan, ja, als wenn ich Imposter bin und dann soll der Sheriff auf mich schießen. Aber dann hat der Imposter sich gedacht, geil, ich schieße auf Matteo, weil ich weiß ja, dass er Crewmate ist und lass es dann so aussehen, als wenn ich der Sheriff wäre. Aber eine Frage, wie kannst du Sheriff sein, wenn ich der Sheriff bin? Mann, Simon! Okay. Also ich war bei Luke, der hat nichts gemacht und alles gut. Jo. Das klingt plausibel, was lässt. Ja, aber voten wir dann Trillux? Warum denn ich? Trill ist der zweite, Safe Call. Warum ist der zweite, oder? Aber warum denn ich? Wahrscheinlich, wa? Das könnte jetzt ein historisches Event werden, einfach dass wir Trill direkt voten und haben wir sofort gewonnen. Das wäre insane. Oder wir lassen es den Sheriff machen. Oder Matteo, ich gehe da mit, aber ich möchte 10 Geschenke haben. Nee, der Kulon ist länger. Aber warum, Mäntel, warum? Warum sagst du Trillux safe? Warum? Ach, ich verstehe dich so, genau. Ich will, dass er stirbt. Ist mir egal, wie. Nee, ich weiß nicht. Ach komm. Also alle auf Trillux oder was? Warte mal, ich denke. Bist du wirklich Sheriff oder flunkerst du? Nee, ich greife ins Gewürzregal jetzt, Leute. Also Blesk ist Sheriff. Spice? Oder warte mal, was ist, wenn Vlesk Imposter ist? Wir können dasselbe nochmal machen und wir gehen in die Ecke und Vlesk schießt auf mich. Okay. Richtige Duisburger Runde. Aber dann fällt Vlesk um wahrscheinlich, oder? Ja, aber das kannst du ja nicht. Trillux kann auf mich schießen und dann sagen, er war Sheriff. Und dann falle ich tot. Ist das jetzt mit Trillux ein Fake-Call? Nee, Trillux kann Vlesk töten und sagen, yo, er hat auf mich geschossen, aber ist selbst gestorben. Ja, aber dann würdet ihr mich herausvoten und die Runde. Ja, wobei, das geht nicht so ganz. Ich check gar nichts mehr. Was ist einfach ein Fake-Call oder was? Ja, aber einfach ein Call. Drei Keine Votes, Ahnung. Ich glaube nicht, dass Trillux Imposter ist. Meinst du nicht? Also, sorry für den Upload. Wenn er drei Votes kassiert. Trillux. Ja. Trillux? Kann irgendjemand, kann bei mir bleiben, bitte? Der Leiche gerade. Könnte auch noch Imposter sein, oder? Ja, das ja. So, Trillux, warum hat Mäntel dich beschuldigt? Hat er irgendwas gesehen? Ja, aber warum sollte ich denn auf Dalu schießen, wenn Dalu nicht Imposter ist? Ja, weil Matteo mich hasst, deswegen geht er auf mich. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal jetzt Hass im Specimen. Und danach findet... In dem Moment, wo Dalu sagt, nee, da schieße ich nicht. Ist auch klar, dass er... Trillux, ich gehe nicht mehr, tschüss. So, ich glaube, Vlesk... Also wenn das ein Play von Les ist und er ist Imposter, dann war das krank. Aber ich hab nicht aufgepasst, wer da. Scheiße, das ist ja genau das richtige Spiel für mich. Hallo? Als ob der ein Specimen gewinnt, der Imposter. Ab, ihr beiden. Stech die beiden mich ab? Nein, ne? Nee. Du musst auch verstehen, so dass wenn jemand sagt, als Sheriff, dann musst du als Sheriff auf den schießen, weil in dem Moment, wo du stirbst, und er, da kommt er mit seiner Sheriff-Lüge jedes Mal durch. Und dann verlieren die Crewmates, weil du dann einen hast, der quasi Fake-Proof Sheriff ist. Wollen wir als Gruppe zusammen. Wollen wir das machen? Leben eigentlich. Ich glaube, Leben.
allein ins Specimen war. Hm. Nö, niemand tot. Warum kommst du gerade von unten? Ich hab Duisburg geguckt. Hey Leute, 2 Lab, 3 Office. Die Runde, nix. Augen auf ihn draufgeworfen sind, weil... Keine Tasks? Oder was geht hier? Ja, na klar. Ich bin schon fertig seit... Ich hab noch 2 Minuten. In Specimen, in Weapons habe ich noch eine. Und was bin ich? Das... Hallo? Scheiße. Nein! Okay. Das Gelbstück packt mich ab. Gelb ist legit gerade gestorben und ich kann Unge und Varion rausnehmen. Wo ist denn die Leiche? Weil wir standen zu viert an Lifeline. Gelb, ich, Varion und Unge. Und dann sind... Boah, ich hab mich gewütet aus Versehen. Liegt da ein Lab? Ist dann das Gelb gestorben. Dann kurz weggegangen, kurz wieder geguckt, dann ist Gelb gestorben. Dann sind Varion und Unge nach links gegangen. Und ich war so, aber der Gelb war doch gerade noch da. Bin aber dann rechts rausgelaufen und hatte dann einen Report-Button. Rechts raus beim Liegt Office. Liegt im Lab, oder? Okay, hat noch irgendjemand... Nicht im Lab. Rechts. Okay. Rechts direkt Titanic? Um die Ecke. Müsste noch in Kamera-Range sein eigentlich. Aber ich glaube Titanic. Ich glaube so über Office. Okay. Und war noch jemand... Aber ich war Licht aus. Kein Plan. Kann noch jemand die Aussage von Annie proven? Also, dass jemand gesehen hat, dass... Also, war noch jemand Lifeline oder so? Wir waren zu dritt Lifeline. Oh, hast du nicht auf Lifeline geguckt? Doch, der muss relativ frisch sein, weil ich an also wir waren ja alle an Lifeline, dann sind wir da links raus, Unge ist mit mir an Admin-Table, es waren 2 Leute oben im Lab und das waren Bas und ich. Kann ja höchstens irgendwie 10 Sekunden oder sowas alt sein. Ich bin von Office zu O2 gelaufen, aber ich wundere mich gerade, Anni, wie soll der dann... Du bist Imposter anscheinend, weil es kann ja nicht anders sein, wenn Blisk Sheriff ist. Und Unge und Vario nach links rausgelaufen sind und Base und Trill in Lab waren und ich die Leiche gerade gefunden habe, nachdem ich gesehen habe, wie sie auf Lifeline gestorben ist, dann bleibt sie ja nur tot. Das riecht nach einem Showdown in Duisburg. Aber ich denke, wir sollten das mit einem ich denke, 101 ist ist beste Lösung. Also das du würde eine Waffe, auch ne? irgendwo erklären, das würde auch irgendwo erklären, warum Mantle Trillux so gefällt hat. Aber das ist so, die hältst du nicht aus, leider. Das macht Matteo unabhängig davon, ob beim Prozess. Hat mir gesagt, er ist unbewaffnet. Also, ich bin bereit, mich in Duisburg hinzustellen und auf mich schießen zu lassen. Aber da muss der Sheriff auch mit dem Echo leben, ne? Das Problem ist, wenn du Imposter bist, dann macht die ganze Sache in Runde 1 mit Dali überhaupt keinen Sinn. Weil dann hätte er einfach auf mich geschossen und gesagt, der Sheriff. Bist du aus dem Lab gewendet nach unten und hast er gekillt? Kann es sein, als er nicht weggegangen ist. Ich bin kein Imposter. Nee, Matteo ist es, glaube ich, auch nicht. Ich bin es wirklich nicht. Und ich habe 2 Votes, aber es gibt noch einen Imposter. Oh, ich bin verwirrt. Also, ich war bei Flo gerade. Also, ich bin safe. Simon ist auch safe. Nein, ich mache auch keine Self-Reports, das weißt du. Auf jeden Fall Self-Reports. Also, dasselbe wollte ich dich aber auch fragen vorhin. Aber du hast gesehen, dass ich auf den Scanner gegangen bin, Trill. Nee, du hast mich doch weggeschickt. Du hättest ich wollte nur, dass du nicht... Ich muss hier hin. Hier habe ich alles schon. Okay. Ich trau dir. Das ist keine gute Idee, Flo. Aber viel Glück. Nochmal lieber Tasks hier, ne? Das ist schon relativ weit. Please power on. Ich glaube, ich habe alle meine Tasks gemacht. Nee, da oben. Jetzt habe ich alle Tasks. Nein. Ja, das...
Oh mein Gott, okay. Das gefällt mir. Oh mein Gott, das gefällt unter, mir. Du meinst da unter Lab? Ah! Ja, und da raus hier gekillt und dann wieder. Bitte schieß mal auf Anni, bitte. Wir nehmen ab. Oh, jetzt mach es. Dann zu Community-Treffen. Nee. War so, wie glauben du, passieren du die Dinge? Ich bin? Nee. Ich glaube, du hast das Gameplay gemacht gerade. Ey, komm mal hier hoch jetzt. So, wir stellen uns jetzt alle in der Ecke. Flo zieht einsam seine Runden. Einer genau hier stehen. Guck mal. Oh mein Gott. Komm, bleib zusammen. Licht anmachen, ich werde sterben. Ich werde jetzt loslaufen, dann bin ich tot. Achtung. Lass uns rechts, ich komme. Okay, komm. Also, ich sehe dich. Hallo? Hallo? Marion? Oh nein. Ich glaube, es ist an. Die Tür ist zu. Fuck. Wir sind im Arsch. Jetzt wird reingestochen. An dieser Tür wird reingestochen. Ich spüre es. Nein, ich drück. Du. Okay, mach mal. Weil habt ihr. Anni ist weg. Ja, ey, was machen die denn, ey? Es ist Anni. Okay. Well. Anni ist tot, ihr Trottel. Ja, wir stellen sie zur Rede. Gib mich. Oh, was? Nein! Oh, ihr Dreckigen! Wir haben gesagt, wir laufen zusammen hoch. Wer war der Letzte? Mann. Warte mal. Baso war nicht die Letzte. Nee. Martin war der Letzte. Matteo auch nicht. Nee, ich war auch nicht Letzter. Flo kann nicht gewesen sein, weil ich glaube, Marion war der Letzte. Nee. Flo ist aus Lab gekommen, das habe ich noch gesehen. Ich bin nämlich oben. Ich war ein Specimen, das hatte ich Baso auch gesagt. Nein, du warst nicht ein Specimen. Ich bin Specimen, dann Labor und dann habe ich Matteo und Simon getroffen. Oh mein Gott. Also war da dann Sheriff? Ich glaube, Uwe ist auch relativ früh rausgelaufen, oder? Ja, Uwe ist safe. Der war neben mir und Anni am Admin-Table, als Lucky Luke gestorben ist, oben bei Lab. Aber dann der Kill wurde von Dalu gemacht. Nein, Dalu ist am Anfang umgeschossen worden. Der hat nichts gemacht. Okay. Warte mal. Besteht noch die Möglichkeit, dass Vlesk Imposter ist und einfach Dalu erschossen hat? Das überlege ich auch. Nein. Oh. Warte mal, doch. Dalu war wirklich Sheriff und wollte auf mich schießen, war sich aber nicht sicher, ob ich Crewmate bin. Deswegen hat er nicht geschossen. Beim Hochlaufen hat Bless dann Dalu erschossen und einfach gesagt, Matteo, er ist der Sheriff. Matteo, ich glaub dir. Ja, mach das. Nee, also in my opinion gerade, Mental und Trilux, also ihr habt gerade so gelacht, ja, wir gehen Anni suchen, und dann, also als ob einer von euch zumindest wusste, dass sie tot ist. Nein, weil wir alle zu sechs da waren, das war das Ding. Weil wir alle zusammen waren und wir dachten, es ist safe, dass Anni Imposter ist. Deswegen haben wir so gelacht. Und Simon, wie sollen wir denn den Kill begehen, wenn wir alle zusammen sind? Oh mein Gott. Aber Matteo war wirklich ein Lehrer. Also Matteo waren die Ersten, die bei Electrical waren. Flo ist aus dem Lab rausgekommen. Er hätte ja theoretisch Anni töten können von Vent aus von Office zu Lab und dann da rauskommen. Ey, guck mal, der Einzige, der nicht bei uns war, war Flo, oder nicht? Ja. Deswegen sei ich ja die ganze Zeit, der war als Letztes da, aber ist natürlich auch ein geiles Zebra, wenn, Matteo, du hattest wenn ich Imposter bin, nicht Sheriff. Okay, dann müssen wir uns in Duisburg klären. Ich skippe. Ich hab geskippt. Was? Nein, ich wollte doch Showdown sehen, warum macht ihr denn so? Ich wollte auch den Showdown. Ja, aber wir haben ja immer noch den Showdown. Ich schieß gleich auf dich, warte. Oh, schade. Duisburg. Haben wir gewonnen? Vorbei? Nein! Es ist doch Flash! Du kriegst das! Was, Alter? Matteo, Duisburg. Mann, ey. Warum denn der? Die Panik. Ja, Flo, das war ein bisschen Pech, dass du da so weit von allen weg warst. Was denn? Und Unge ist der Zweite. Nein! Flash und Unge! Lass mich doch auf dich schießen, Matteo! Nee, warte, wer hat euch getötet? Du bist es. Flesk. Well played, Alter. Unge war der Zweite? Krass, das habe ich auch nicht gecheckt. Könnt ihr den anderen mal bitte sagen, dass ich Steuerung R drücken soll? Ich höre drei Leute nicht. Steuerung R bitte einmal drücken, alle. Einmal Steuerung R drücken. Du hättest es fast gehabt, Matteo. Also ich muss schon sagen, das kann man mir jetzt nicht in die Schuhe schieben, dass das richtig schief ging, okay? Ich kann nicht mit Vlesk und Luke reden.
Ja. Same. Unge, hast du Dalo weggemacht? Lässt du es jetzt da? Nein, Bless hat mich weggemacht. Also Matteo, du hättest es ja fast gehabt, aber es tut mir echt leid, Dalo. Ja, warte mal, Matteo, warum kommst du nicht darauf? Warum sollst du das genau gehen, wenn es dunkel ist? Weil ich war so tot, ich war so... Ich war Sheriff, ich wurde ganz am Anfang gekillt als Sheriff. Entschuldigung an Dalo. Eddie war Sheriff. Ich war Sheriff. Aber ich dachte, guck mal, also, ich habe ja dann gesagt, ich dachte, das habe ich doch dann sogar am Ende gesagt. Ich dachte, Dalo war unschuldig und Blesk hat einfach Dalo weggemacht, um zu sagen, dass er der Sheriff ist. Ja, ja, wir hören dich. Herr Eddie, hast du gesagt, dass du Sheriff bist? Ja. Oh. Moment, wem hast du das erzählt und wann? Nee, ich habe niemanden mehr erzählt. Mit wem redest du? Ja, er konnte nicht, er ist sofort gestorben. Er ist direkt gestorben, Eddie konnte es niemandem erzählen. Es ist mir ein bisschen leid, dass du als Sheriff als erstes gestorben bist. Das so, glaub ich dachte, Sheriff, ich habe mich so gut als Sheriff verkauft und die Chance, dass der Sheriff noch lebt, war so hoch, weil dann wäre Vlesk instant weg gewesen. Ja, es gibt weil nur ich, alle, dachte mir, ich dachte mir, du bist Sheriff und deswegen dachte ich mir, okay, ich habe mich so gut. Es gibt nur einen Sheriff oder gibt es mehrere Sheriffs? Aber weißt du, wie das für mich aussah, Dalu? Als wenn du Imposter bist und du schießt dann auf mich und sagst, du warst der Sheriff. Aber dann. Ach Mann, ey. Aber ich habe richtig geschwätzt, als ihr wolltet. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen... Ja, genau. Habe ich gemerkt. Und da habe ich ganz schnell am Ende noch gesagt, Ware könnte doch gewendet sein. Oder bin ich doch wieder auf Ware? Nee, ich habe geschwitzt. Ich habe geschwitzt, weil alle natürlich wollten, dass ich auf einen Imposter draufschieße. Ja. Und deswegen habe ich die ganze Zeit gewartet, dass Unge jemanden tötet, damit ihr wisst, dass ich niemanden getötet haben kann. Ja, aber das Problem ist halt alles zusammen. Deswegen habe ich ja nichts drauf gemacht und habe gehofft, dass wir es irgendwie so... Sag mal, wie viele Sheriffs gibt's? Ein? Oder zwei? Nein, nur ein. Eigentlich gibt's nur einen. Ich habe mich einfach als Sheriff ausgegeben, damit, wenn ich sterbe, der echte Sheriff noch lebt, weil letzte Aussage wäre ja krass aufgeflogen. Digga, das war so eine, eine weirde Runde, die war wirklich krass. Alter, was für ein Mindfuck, ey. Ihr seid so krass. Ich habe in dem ersten Meeting, als ich meinte, ich bin der Sheriff, habe ich auch gar nicht gerafft, ob der Sheriff jetzt noch drin ist oder nicht so, weil. Ja. Das ist so ganz, ganz ich habe auch deine versteckte Botschaft, weil es so gemeint war, habe ich auch bekommen, als du gesagt hast, oh, es sind die Tasse bald fertig, der Imposter muss doch mal jemanden schnell killen. Das Problem ist, es gab keine Möglichkeit für mich unentdeckt zu killen, sonst wäre ich übelst auffällig geworden, deswegen habe ich dann noch so ein bisschen abgewartet. Ich bin dann vor euch quasi zu der Küche gewendet, aber was habt ihr zu Glück? Ja, let's go, nächste Runde, Mann, ey. Also spannend, heute, Heute mit Voice, ist, ja, aber weil mit Voice auch einfach besser ist. Ja, sorry Dalu nochmal, aber... Nee, ich knall dich jetzt ab. Ich bin mega unschuldig. Mann. Schwein. Schlüssel dritter von rechts. Matteo, du hättest was gehabt. Da habe ich echt geschwitzt. Du hättest fast gehabt, Matteo, habe ich geschwitzt. Matteo, ich küsse so den ganzen Fall. Ich denke mir so, oh mein Gott, Matteo, wie smart. Und dann... Ja, war so, wir waren die Geister feiern so, ich höre an. So, Matteo, du hast es. Und ja, dann, aber... Nee, lass uns Flucht bauen. Da dachte ich mir auch so, okay, Anni, du musst vielleicht jetzt dran glauben, weil... Bei mir ist immer so, dass es, dann weiß ich, dass du gelogen hast. Von okay, maximaler Fail wird. Also. Deswegen glaube ich dir, Baso. Das ist nicht Sheriff, und so, okay. Nächste. Nein, ich habe nur gesagt, es war die einzige Möglichkeit, warum es nicht... Ich bin schon wieder alleine. Ich will immer bei den Leuten bleiben, aber irgendwie... relativ schnell bin ich dann alleine. So, ich brauche Hilfe. Eddie, Vlesk, pass auf. Warte mal, andersrum. Eddie, pass auf, Vlesk ist es. Hä, woher weißt du das? Ja, weil der hat so eine Task gefaked. Wo seid ihr? Euch. Oh, Eddie, du kommst aber spät. Hast du dich verlaufen auf dem Weg nach oben? Ich hab euch gesucht, ihr seid plötzlich weg gewesen. Gesucht. Du hast deinen Post erwischen, du siehst ja, wo wir langlaufen. Wo hier liegen. Wo ist er? Yo. Yo. Passiert ab. Okay, ich hab grad zu Trilux gesagt, what the fuck, Mantle? Du hast eben gesagt, es ist Vlesk. Und da hab ich dich doch gefragt, woher weißt du es? Dann meintest du, er hat eine Task gefaked. Er sah so aus. Der war in diesem Müllding und hat sich nochmal bewegt. Aber ist nicht so. Der Mörder war nicht Mantle. Der Mörder war auch Trilux. Was? Ja, aber es war doch gerade noch, was Mantle gesagt hat zu Eddie. Mantle, Eddie, Vlesk, kommt mal her, ich brauche eure Hilfe. Ja, ja, aber Lifeline zu Baso und Unge und dann so, hey, Vlesk ist doch hier. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass ihr mir überhaupt noch irgendwas glaubt, wenn ich was erzähle. Also, aber also. Ja, ist wirklich schwierig mit dem, Matteo. Da
Dalo, also warst ich stand du? Auf jeden war Fall an der Lifeline mit Simon, also mit Unge und Anni, als der Kill passiert ist. Ja, und Dalo, wann hast du denn das letzte Mal Bless gesehen? 37,5 Sekunden. Wo ist denn die Leiche genau überhaupt? Könnt ihr das genau mal sagen? Das ist die Zeit, in der ja, man jemanden die Kehle durchrascht mit dem Nutella-Messer. Oh. Und deswegen, schau mal, zeig mal deine Hände. Ja, zeige ich hier. Also Leiche liegt bei? Leiche liegt wo? Im Auto. Im Auto, genau. Ja, also den lasse ich mir wirklich hier nicht unterjubeln, das ist ja eine Frechheit. Luke, doch, warst doch, du wirklich doch. So schnell? Den lasse ich mir echt nicht. Den in O2? Du nicht versuchen. Ich habe Lights gefixt, ich war gar nicht in O2. Also, ich habe ja gerade am Anfang gesagt, das ist ziemlich dumm jetzt für mich, weil ich gerade gesagt habe, wenn ich jemanden und ich würde. Luke und ich hatten Luke und haben also gerade erzählt, dass wir gerne Flashback machen würden. Ich würde das super, super gerne hören. Ja, wo warst du denn? Warst auf der linken Seite, ne? Ja, am Anfang war ich mit vielen Leuten auf der linken Seite. Diskutiert und dann? Vlesk und ich haben uns gesagt, es war super unlucky, dass Eddie Dete war. Dann bin ich unten rechts rausgelaufen. Dann habe ich in Storage angefangen, diese blöden Benzinkanister zu machen. Und bin mit Lights, als Lights out war, bin ich direkt mit drei Leuten reingegangen. Mit Matteo, mit Luke und mit Flo, glaube ich. Nee, Flo kam als letztes. Oder so. Aber vorher hast du noch Vlesk noch geschnappt. Ach, das ist Quatsch. Auch vom ganzen Timing her ist das diesmal Quatsch. Aber ich kann es verstehen. Also ich hab ein Grundmisstrauen gegenüber da. Verstehe ich. Das verstehe ich. Das ist auch lustig. Und Anni misstraue ich auch. Aber Anni schaut mit anderen Lifeline. Aber hier hätten wir ein bisschen was ab uns an Infos sammeln sollen. Ich glaube, es ist mental. Ich bin aktuell noch clueless. Ich glaube, es ist mental. Ich sag's den Leuten noch nicht, weil ich noch keine Beweise habe, aber ich werde mental im Auge behalten. Allerdings ist es schwer, jemanden im Auge zu behalten, wenn er der Mörder ist. So tun, als würden wir hier ein paar Tasks machen. Welche hast du gemacht? Die hier? Die mit der Karte umdrehen, genau die. Nee, das ist. Haben wir nicht die andere? Haben wir die nicht? Oh, dann renne ich weg. Ich muss sie hier aufhaken, oder? Ich mach Maze. Hilfe! Soll ich den drücken? Ich hab doch, habt ihr das gerade gehört, wie Mental gesagt hat, lass mal so tun, als ob wir Tasks machen? Das hab ich mir doch gerade nicht eingebildet, oder? Holy shit, ich hab Schiss. Soll ich den drücken? Ich habe Matteo gefunden. Fuck. Ah, könnte ich gewesen sein. Ambora. Könnte Dalo gewesen sein. Das wird wahrscheinlich 37,5 Sekunden mehr gewesen sein. Flo, wo bist du eigentlich hergekommen, das ist ja mega bevor du weird. So Electrical gelaufen bist? Was denn keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich habe die Runde komplett verdüst gerade. Scheiße. Das wo klingt Bora, Anni, die Rakete oder me. Hey, ich hätte schwören können, Mental hat gesagt, im Nebenraum bei Lifeline hat er gesagt, ey, lass mal so tun, als ob wir ein paar Tasks machen. Aber jetzt ist er tot, wie passt das zusammen? Ja, man macht doch als Crewmate macht doch nur Faxen. Okay. Phil, wo bist denn du hingelaufen, nachdem wir uns da im Specimen getroffen haben? Ich bin und danach Storage, oben gelaufen. Ich bin Storage runtergelaufen und da ist mir Luke von unten entgegengekommen, aus Richtung Stein. Okay, ich sage jetzt die Wahrheit. Ja. Bas und ich standen gerade bei Mental. Ich habe eben extra den falschen Verdacht auf Dalo gelenkt, weil ich wusste, dass Mental der Mörder ist. Ich habe Mental gerade erschossen, denn ich bin Detective. Das hat Bas auch gesehen. Warum sagst Holy du das? Holy shit. Ja, weil ich wusste, wissen wollte erst, was ihr so sagt. Also Moment, ganz kurz, aber dann könnte das sein, dass das, was ich gesagt habe, dass Mental gesagt hat, ey, lass mal versuchen, Tests zu faken, dass das stimmt. Ja. Matteo würde Eddie. Matteo sagt dir nicht, ich fake dir jetzt ein paar Minitas. Er hat auch gesagt, oh scheiße, die haben wir nicht, dann renne ich jetzt schnell weg. Simon, du verwirrst mich. Ja, das hat er wirklich gesagt. Also, ist es jetzt passiert oder nicht? Nein, nie passiert. Dalo ist immer noch der Mörder. Und Anni ist immer noch. Alter, Leute, ey. Pass auf, Anni, sag mir jetzt mal fix, wie die Leiche ist, bevor Unge mich hier die ganze Zeit. Bora, immer noch. Bora so, beim Letzten. Varion kam von rechts, als ich schon Licht angemacht habe. Varion, wo kamst du her?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe. Jetzt hab's vorgelesen. Was ihn doch mal. Ja, ich war gerade verwirrt, weil ihr mich gehört habt, obwohl ich Push to Talk an hatte. Deswegen war ich ein bisschen peinlich berührt und musste das erstmal fixen. Das war doch viel später. Naja, okay, Moment, dass ich Varion Ingame nicht gehört habe, stimmt. Varion und ich standen da und ich habe gesagt, ich höre dich wieder nicht. Ja. Unge, damit kommst du nicht durch. Jetzt mach mal richtig. Unge, du verwirrst mich so doll, ey. Ja, ja, ja. Baso weiß, dass ich safe bin. Ja, wegen dem Schlüsselding. Wie? Ich hab ernst. Und meine. Nein, du hast nicht ernst gemacht, doch, weil es kann nicht sein. Ich hab ein sehr gutes Bauchgefühl. Doch, aber der erste Kill. Wenn ich ihn verdächtige. Ja, ja. Der erste Kill, dann mach ich dich ernst. Doch, dann war es aber Anni und versucht dich. Ach. Dalu, dann bleib doch bei uns. Dann bleib doch bei uns, Dalu. Ich wollte Licht anmachen. Ja, nee, bleib jetzt bei uns. So, wenn. Wo? Ja. Warum stehen die denn hier alle? Ich hab meine Task gemacht. Ja, ich hab auch meine Task gemacht. Warte. Ja, komm zum Licht, zum Licht. Jo. Gruppen treffen. Ach, geh weg auf dem Dalu. Aha. Ich mach ja, natürlich, ich will die. Ey, willst du verarschen? Ich mache einen Download. 42%, 56%, ja. 80%. Ich gehe hier an die Kameras. An was? Dann. Aber das bringt dann, ja gar nichts, weil ihr alle hier okay, stehen. Werden wir sehen, ich bin gleich wieder da. Okay. Baso ist tot. Baso, du musst doch totstellen! Baso, ich hab gedacht, du bist umgebracht. Warum rennst du weg? Sorry, soll ich irgendwo hingehen und mich umgehen lassen? Nee, hier will mich jemand snacken. Hier, ich stehe extra auf dem Wind. Nein! Nimm mich, los! Du musst auf Twitch aufpassen mit solchen Äußerungen, komm. Okay. Komm. Wo gehen wir hin? Ich hab noch ein Labor. Ja, die Kanister leer machen. Kurz die Kanister leer machen. Und den Kanister drin. Lass mich, kannst du das Sabrin noch machen und dann gehe ich dir hinterher. Das ist doch nicht normal. Und jemand bezahlt seine Stromrechnung hier nicht. Unverschämt. Das kann ich nicht leiden. Habe ich. Oh nein! Wer macht denn jetzt Simon da weg? Das war ich. Schweine. Oder? Unge liegt vor Lab. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den Report-Button gesehen. Kann ja nur ich gewesen sein. Er ist legit vor 5 Sekunden gestorben. 4 Sekunden gestorben. Baso, wo bist du gerade? Ich habe gerade noch mit ihm gequatscht da oben, weil er Kanister gemacht hat. Und dann bin ich zum Licht gegangen, als es ausgegangen ist. Und ich habe gerade jetzt Licht angemacht. Wieder. Und ist dir da jemand entgegengekommen oder so? Nee, war dunkel. Ich habe nichts gesehen. Aber da stand noch jemand bei Unge auch, als er beim Kanister da oben stand. Ja, ich. Baso, Unge standen da, als ich weggelaufen bin. Aber du hast dich noch mit ihm unterhalten. Wir sind ja zu dritt. Da hat er noch gesagt, ich gehe noch den Kalister. Der hat gesagt, irgendeiner hat die Stromrechnung nicht bezahlt oder sowas. Jo, ich habe gesagt, da hat jemand die Stromrechnung wieder nicht bezahlt und war sauer und bin Licht anmachen gegangen. Und ich bin wieder runter zu Storage, habe den Kanister wieder aufgefüllt und dann war tot. Oder dann wurde gereportet. Baso ist. Ja, wobei. Anni, von wo kamst du denn? Von wo kamst du? Ich bin mir sicher, dass Unge innocent ist und er war sich bei mir auch sicher wegen den Schlüsseln. Es waren so ein paar Leute vor Lab, dann sind Luke und Varian reingelaufen, Baso stand vor der geschlossenen Tür, ich bin runtergelaufen zur Lifeline, dann ist Unge auf Lifeline gestorben, dann bin ich wieder hochgelaufen, weil ich hatte das Gefühl, dass er irgendwo da oben war und dann lag er da vor Lab. So, deswegen jetzt war ich so, kann ich auch mal Baso anfangen, oder nicht? Weil ich weiß, dass Unge es nicht ist, weil ich dachte, ich muss mich hier in einem 101 beweisen, aber das ist in dem Fall nicht der Fall. Der erste Kill waren Matteo, Luke, Varian und ich am Lights. Das kann ich nicht gewesen sein. Baso stand mit Unge an Lifeline. In dem Fall verdächtige ich. Und mit Anni. In dem Fall bleiben zwar noch Eddie und Trilux über, aber wir wissen wirklich nicht, wie lange die Leiche tot ist, denn ihr wisst an Lifeline, wie lange das war. Für den zweiten Kill, oder beziehungsweise für den Kill jetzt, waren Baso, Eddie und. Wer war das? Unge oben. Aber ich bin immer noch bei der zweiten Runde, wo der Kill, den Anni reported hat, am Bohrer oben rechts war, wo Varion herkam. Varion kam aus dieser Richtung und hat nicht mit mir geredet. Er hat gesagt, er hat das Soundproblem. Okay, glaube ich, aber er kam aus dieser Richtung und der Kill wurde reported. Da habe ich Licht gefixt. Das müsste Varion selber, außer er lügt jetzt, bestätigen können. Ich kann den Kill aber auch auf Unge nicht gemacht haben, weil ich Licht angemacht habe. Wo seid ihr denn hingegangen, als nachdem... Kann er nicht wo Licht anmachen denn und killen? Ja, das passt zeitlich, stimmt das. Dado, wo bist du hingelaufen? Ich bin nach unten gelaufen, bin dann oben am Office vorbei und wir haben uns... Ich hab dich nicht gesehen, Dalu.
Du bist jetzt am Ende aus dem Office rausgekommen, Link. Ich hab dich aber nicht gesehen, Dalu. Ja, weil du wieder deine Augen zu hast, wie bei deinem Aiming. Ja, das nach dem Laufweg eines Mörders. Ja, es riecht nicht nach dem Laufweg eines Mörders. Ich bin jetzt der Detective. So. Ja, das glaube ich dir nicht. Ja, dann vertrau mir die Runde doch mal. Ich glaube dir gar nicht, Dalu. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal woanders hin. Ich hab dich hier, ich hab dich gesehen, ich hab ein paar Pixel von dir gesehen, aber trotzdem ist das ein guter Laufweg. Ja, aber dann sag das doch. Ich glaube, du bist das. Ey, Dalu, bist du's? Nein, ich bin es nicht. Okay. Ich bleib jetzt bei dir. Also ich bin es halt einfach nicht. Unge dachte ich am Anfang ist es, weil er mich halt so ausgesucht hatte. Ja, aber bei Anni habe ich kein gutes Gefühl. Bei Anni glaube ich immer noch, dass sie es. Oh shit, hier ist Flo! Ja, alles cool. Ich bin cool. Ey Flo, geh mal da auf den Scanner. Warte, es sind Flo ich und Anni hier. Das ist mein letzter Task. Wie kann ich dich jetzt scannen? Ich weiß nicht, wie das geht. Komm auch rauf, Eddie. Du kannst ihn auch machen. Und, nee, ich kann ihn nicht machen. Hier kann nichts machen. Hast du den? Nee. Dann mach jetzt. Hast du den? Nein, ich kann hier nichts klicken. Eddie, ich bin cool. Weiterreden. Ich muss noch mal das Licht an, ich hab Schiss. Eddie? Ja. Schön, so, töte mich nicht, töte mich nicht. Ich bin jetzt nicht, komm mit. Okay. Eddie, ich seh dich nicht. Ich bin bei dir. Oh, jetzt sehe ich dich. Jetzt nicht, okay. Test. Varion, Saver? Ja. Okay, Luke? Ich hab doch Luke gehört gerade, oder? Hä? Oh nein, ich bin eingesperrt, bitte nicht. Wir sind noch am Leben. Da sind sie. Anni ist tot, by the way. Ja. Ich habe Anni gefunden. Sehr gut, Frey. Anni liegt am Scanner. Ein bisschen links davon. Okay. Laboratory. Und Anni ist ungefähr 15 Sekunden tot. Hm, weißt du noch die Lifeline? Die Admin-Info, Frey? Ja, da waren drei Leute im Lab, genau. Habe ich gesehen. Ja, genau. Oh, Moment, wer ist vor uns rausgegangen, Eddie? Varion? Ja. Ich war da, also ich habe euch gesehen. Aber das wäre super dumm von ihm gewesen, weil wir, ich war. Wie lange? Hätte ihn auch. Also der Kill ist so 15 Sekunden alt, oder? Okay, das kommt also gut hin. Ich stand mit Trill an der Lifeline, wir haben den Kill umfallen sehen. Dann sind wir Admin geguckt, einer Security, einer Electrical, drei Labor. Warte mal, Eddie, okay. Warst Trill du die ganze Labor Zeit mit Dalu unterwegs, Eddie? Ja. Okay, pass auf, ich erkläre euch, wo ich war, ja? Also ich war Laboratory, mit Dalu bin ich da hochgelaufen. Dann haben wir Flo getroffen. Dann habe ich gesagt, Flo, geh mal auf den Scanner. Ist er auf den Scanner gegangen? Ich bin auf den Scanner gegangen. Dann ist Flo nach links raus. Dann habe ich Dalu rufen hören. Dann habe ich wieder Dalu getroffen und bin mit Dalu Richtung Electrical O2 nach unten und dann wurde reported. Wenn Anni links von dem Scanner liegt, dann sind Eddie und ich rausgelaufen und wir konnten noch nichts reporten. Der Kill muss also danach passiert sein. Wenn Anni im Dunkeln auf dem Scanner stand, muss zu dem Zeitpunkt aber dann noch einer dazugekommen sein, als wir raus waren. Ja, denn, ja. Ja, das spricht dann, aber Flo kam uns ja dann bei Electrical noch entgegen. Also es müsste dann jemand aus Spaceyman gekommen sein. Ich bin ja vor euch rausgelaufen. Ich bin ja vor euch. Wo war die Leiche von Anni? Ganz oben rechts ist doch der Scanner. Genau am Scanner. Nee, nicht genau da dran, links zwischen den Vorhängen quasi. Wer war denn in Electrical und Security, bevor das Licht ausging gerade? Ich weiß nicht. Luke wahrscheinlich, oder? Ja. Bei Luke haben wir gesehen, als wir bei Electric ankamen. Aber dann muss da noch einer gewesen sein. Ich habe Flo reden hören, glaube ich. Aber ich kann mich auch schließt du Dalu für den Kills 100% aus? Ja, eigentlich schon. Also es gab ein Zeitfenster von 10 Sekunden, wo ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich glaube, da war kein... Das kann gar nicht Dalu gewesen sein. Nee. Dalu oder zweite Runde Kills Varion gewesen. Nee. Das ist aber interessant. Das ist aber gut. Ist es das? Ich glaube, das ist für dich gut, Dalu. Ich glaube, Dalu spielt uns Honig ums Maul gerade. Ich glaube, das ist Dalu. Ich glaube nicht, dass... Shit, jetzt bin ich mega verunsichert. Ich bin fertig mit meinen Tasks, kann ich euch sagen. Ich bin fertig. Mhm. Also für mich ist es... Für mich... Dalu auch schon lange Dalu hat dich nicht zu Wort kommen lassen. Flo, erzähl du mal, was du gemacht hast. Ach nee. Genau, ich war in Medbay, bin über Specimen gekommen, hab da meine Task gemacht, bin dann in Medbay, da war Eddie und Dalu. Luke, drück dich. Luke, drück. Ja. Oh, ich auch wenig Dalu. Das gibt's ja nicht. Hast du alle weggemacht, Dalu?
Oh, wie gemein. Ich dachte, wir wären Freunde. Eddie, es tat mir leid. Ey, ich hab dir so vertraut, ey. Ich brauche dich, Eddie. Nein, ich hab dir doch so lange bin ich dir hinterhergelaufen. Ich hab ihn dann gekillt hat übrigens, ne? Der hat einfach nach den ersten drei Kills. Ich hab direkt verantwortlich gewusst, dass du erst Kill gemacht hast und ich dachte, ja, wenn wir Annie, weil Annie hat nämlich auf Mente geschossen und hat dich sozusagen in Schutz genommen. Deswegen ich hatte Vlesk nur gekillt, weil es sich von unserer Konversation so ergeben hat, nicht weil ich ihn töten wollte. Das hat sich einfach so... Mega lustig. Oh, mein Herz ist gebrochen. Mein Herz ist gebrochen. Sorry. Und Dalo hat gerade Vlesk getötet und es wird einfach durch Dalo gewotet. Unglaublich. Ich habe eine Konversation gehabt und dann sagt Dalo so, diese Konversation ist nun zu Ende und beißt mir in den Kopf. Ja, und bei mir war es so, ich habe gesagt, Dalo, ich höre in deiner Stimme, dass du Imposter bist, hat er gesagt, ja, dann mache ich dich lieber weg. Dann hat er mich weggemacht. Aber Dalo, du hättest mich doch bei O2 super easy killen können. Ja, aber ich brauchte dich. Ich brauchte dich zum Voten benutzen. Für mich. Oh, du hast mich benutzt, ey. Ich fass es nicht. Ich bin voll drauf angesprungen. Krass. Ja, es wäre nicht möglich gewesen, den Kill für mich zu machen. Ja, da wusste ich schon, das war so klar. Es war nicht möglich. Unglaublich. Es war möglich, ich wusste es. Oh, Mann. Dich da rauszuholen war das Schwerste aus dieser Gruppe. Ja, aber doch, Baso mich dann in dem Moment alleine lässt und dass du mich dann auch tötest, Baso nicht... Ja, aber eine Sekunde nur. Simon, ich fällt einfach um, weil ich Licht anmachen wollte. Das war so traurig. Warum hast du mich alleine gemacht? So traurig. Und ich hab dir auch gesagt, Dalo, ich hab dir gesagt. Okay, ja. Okay, ihr Lieben, ich bin raus. Jetzt gibt's Eddie, Ersatz, sorry. Ne? Ja, vielen sorry nochmal. Nein, gut gespielt, ja. Dalo, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Mitmachen, Eddie, war sehr, sehr geil. Ja, war eine geile Runde, hat mega Spaß gemacht, Leute. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao. Aber Luke, gut am Ende da. Oh, Leute. Oh, was geht ab? Dieses Spiel bringt meinen Kopf zum Schmilzen. Das ist ja so intrigant, wie die Leute sind. Also, ich meine, ich bin auch intrigant, aber das war schon krass. Da fühlt man sich wirklich sicher. Ich frage sogar noch, bist du's? Und er sagt, nein. Und dann, okay, jetzt werdet ihr sagen, das ist eine Sinnsache, aber. Und dann sagt er noch, komm mit, komm mit. Und ich sag noch, okay, töt mich nicht, töt mich nicht. Und er so, nein, nein, und wir sind alleine bei O2. Und dann ist es, ist das doch. Hätte ich never ever gedacht. Ich hätte ihn bis zum Schluss verteidigt. Das war genau, was er wollte. Okay, ich lerne noch dazu bei dem Spiel. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und diese Labermod, wie hier heißt sie, die hat auch Bock gemacht. Better Crewlink. Also, könnt ihr euch schon mal merken. Regie, ich sehe mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt noch drauf? Sieht man mich? Oder spreche ich hier? Moment, zum Chauffieren war die Mütze. Bin noch drauf, ja? Ah ja, cool. Jetzt sehe ich mich. Okay, ja, das war's mit Among Us. Hat Bock gemacht. Und ich finde das cool, dass immer so neue Mods kommen, die immer noch mal ein bisschen das Ganze so ein bisschen salziger machen. Okay, das war's mit Among Us für heute. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen. Schlaft gut, bleibt gesund. Bis die Tage. Tschüss.